Ladies and gentlemen, let me present now our great Usagi Rabbit Show. It's Showtime! Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zum letzten Moon Cosmic Podcast. Ich bin die Sailor Cat und mit dabei ist... ein sehr müdes Mad-Eye. Das immer noch creepy sein kann. Ja, zum letzten Mal. Ja. Da muss ich mir was Neues einfallen lassen, das ist ja schrecklich. Heute machen wir, wie jedes Mal nach einer Staffel, ein Musical, passend natürlich zur dritten Staffel. Aber dieses Mal machen wir nicht eins von den neuen, sondern eins von den alten. Also, wir hatten ja nach Staffel 1 nach Reconquista gemacht, dann Petite Etrangère, das sind so die ab 2013. Aber jetzt machen wir nicht A Nouveau Voyage, sondern eins aus 2002, nämlich Mugen Gakuen Mistress Labyrinth. Nicht das Kaitewan, sondern das Original. Das ist von 2002? Ja. Oh wow, ich hätte gedacht, das ist älter. Ich auch, aber ich habe doch extra nochmal nachgeschaut. Okay. Ach ja, der Link ist in der Videobeschreibung, wo ihr das schauen könnt. Mit deutschen Untertiteln. Und ja, wir haben auch Fragen bekommen, aber die werden wir beim nächsten Mal beantworten, weil das hier wahrscheinlich sowieso sehr lang wird. Oh ja, lang, lang. Und apropos nächstes Mal. Das nächste Mal ist nicht nächste Woche. Ja, genau. Weil damit wir ein bisschen Puffer haben, falls ich mal irgendwie keinen Podcast schneiden kann und mich da nicht stressen muss, machen wir eine Woche Pause und produzieren quasi ein bisschen vor. Kurze Erklärung, wenn wir das jetzt aufnehmen, dann ist letzte Woche das Finale der regulären Staffel online gegangen. Und ihr habt ja vielleicht gemerkt, da ist ein bisschen was schief gegangen. Ja, weil ich war ein bisschen im Stress, als ich das geschnitten habe. Und damit das nicht nochmal so passiert, ja, versuchen wir da jetzt so ein bisschen vorzuproduzieren. Damit das eben nicht passiert. Ja, okay. Gut, dann sagen wir doch mal ganz kurz, bevor wir das nachher immer wieder sagen, woran orientiert sich das Musical und was ist anders? Also orientieren tut sich relativ stark am Manga. Ja, es gibt ein paar wenige Anime-Elemente, aber es ist doch schon relativ stark am Manga. Aber es hat auch so ein paar Änderungen und neue Sachen. Der dickste Hund, was die Neuerungen angeht, sind, glaube ich, ein Quintett neuer Charaktere, ne? Ja, genau. Ich glaube, es sind sogar 5. Kennt ihr nicht. Die sind doch ein bisschen seltsam, aber dazu kommen wir dann ja noch. Also, nur, ja, damit wir nicht immer wieder darüber reden müssen, dass diese seltsamen Leute dabei sind. Die sind nicht im Manga, die sind nicht im Anime, die gibt's nur hier. Beziehungsweise genau, in allen Kopien also davon. Vor allem die alten Musicals haben da ja sehr gern irgendwelche Neuerungen oder neuen Charaktere, was ich generell sehr gut finde. Ja. Okay, dann fangen wir an. Ich drück mal... ich hab ja Ton, das ist ja schrecklich. Weg mit dem Ton. weil ich meine, mich zu erinnern, es fängt an mit einer Szene bei den Deathbusters! Ja, genau, die Deathbusters. Ja, stimmt, wir hören, glaube ich, schon so ein bisschen Pharao 90 und ja, der redet mit Kaori Knight. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall sind Tomoe und Kaori Knight da und reden. Ja. Ist eine sehr kurze Szene, ist so ein, eigentlich erfahren wir da auch nichts. Das ist nur im Grunde könnte man dieses schon mal gesehen. Sagen, im Grunde könnte man diese Szene zusammenfassen mit: Wir sind die Bösen. Ende. Genau. Hi, wir sind die Bösen und weiter geht's. Mit Usagi, die sich vorstellt, also dass sie heiratet, weil sie hört so Glocken. Genau, jetzt habe ich schon vorweggenommen, dass sie träumt, das ist ja nicht nett. Habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt vorstellt. Nee, ich habe es vorweggenommen. Ich war da aber auch so ein bisschen verwirrt. Also ich war mir zwar auch sicher, dass es ein Traum war, aber es wirkt dann gar nicht so, als würde sie aufwachen. Warte, ich kann immer sagen, das ganze Musical ist ein Traum! Ich kann immer sagen, was auf meinem Zettel steht. Usagi träumt, Fragezeichen. Fragezeichen eingeklammert, durchgestrichen, neues Fragezeichen. Ja, genau. Also es ist so, diese Glocken stellt sich vor, dass sie Mamoru heiratet und dann kommt der halt auch. Und sie meint dann so, ja, wie wär's denn, wenn du mir mal so einen Antrag machst? Und sie stichelt halt so drauf rum, dass sie das endlich möchte. Aber er ist so ein bisschen so,
What? Okay. Und irgendwann kommt dann so Chibiusa mit so einem riesigen Wecker rein und anscheinend träumt sie das und die Glocken waren eigentlich ihr Wecker. So, ich möchte ein kurzes, kurz was zu Mamoru verlieren und nochmal ganz kurzer Disclaimer. Ich bin heute ultra müde und musste mir heute dieses Musical ansehen. Es ist ja auch nicht ganz kurz. Nein, 2 Stunden. Also habe ich ein paar Sachen, sind irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen, wäre zumindest denkbar. Aber zu Mamoru, ist dir es auch so vorgekommen, dass Mamoru in diesem Musical ultra wenig Stage-Time hat? Ja, du hast recht, da kommt echt voll wenig vor. Aber man muss halt auch sagen, bei Musicals hast du halt generell eigentlich keine Zeit für irgendwelche Charaktere, weil du halt einfach diese komplette Staffel in 2 Stunden unterbringen musst. Da musst du halt dich auf den Plot konzentrieren und kannst dann nichts mit irgendwelchen Figuren machen. Ja, aber ich meine, Mamoru ist ja nicht irgendeine Figur. Ja, nee, aber... Naja, ich denke mal, es passiert halt so schon genug. Was willst du da sonst noch mit Mamoru machen? Ich weiß nicht, ich hatte nur das Gefühl... Vor allem war er ja auch im dritten Manga-Arc sehr wenig präsent. Ja, das stimmt schon. Ich hatte nur echt das Gefühl irgendwie, ja, wo ist eigentlich Mamoru geblieben, hatte ich regelmäßig das Gefühl. Der hätte ja gar nicht viel machen müssen, der hätte einfach nur dabei sein müssen. Also bei einem Kampf war er dabei und hat wenigstens ein Lied singen dürfen. Ja, das stimmt. Übrigens, ich kann es gleich schon mal sagen, das ist einer meiner Lieblings-Mamorus, der heißt Kenji Urawa. Auf jeden Fall heißt er Kenji. Und ich weiß nicht, ich finde irgendwie der macht das am akkuratesten, denn jetzt zum Beispiel Yuga, also die aus den neuen Musicals, die ist irgendwie schon so ein bisschen zu elegant und zu cool für Mamoru. Ey, nichts gegen Yuga. Hm? Nichts gegen Yuga. Ja, sie ist toll, aber ich finde, am akkuratesten hat es unter anderem hier Kenji getroffen. Ich mag ihn. Der hat auch die Statur irgendwie für Mamoru ganz gut. Ja, ich finde, er sieht auch wie Mamoru aus. Während ich bei, wie hieß er, Mochizuki. Ich finde, der sieht zum Beispiel viel zu kantig für Mamoru aus. Nee, ich finde, der ist ein bisschen zu alt für Mamoru. Der gibt einen super King Endymion ab. Der spielt später nur King Endymion und ein paar andere Charaktere. Das kommt noch dazu, aber ich finde, der ist zum einen zu groß und irgendwie zu, ja, auch zu massig etwas, ne? Ja, genau. Und ein paar andere finde ich dann schon wieder ein bisschen zu zierlich. Aber Kenji passt ganz gut. Okay, ja. Du hast gerade gesagt, die Glocken, die Usagi gehört haben will, waren nur der Wecker. Ja. Dum-dum-dum. Arme Usagi. Und ich weiß nicht, dann kommen... Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch zum Traum gehört, wenn dann die Inners aufkreuzen. Ja, das weiß ich auch nicht. Also, wie schon gesagt, es kommt nicht so ganz rüber, wann sie aufwacht, aber es ist halt auch schwierig, auf der Bühne darzustellen. Auf jeden Fall kommen dann die Inners und die singen ein ganz fröhliches Lied namens Unobore Shochoga Yatekita. Also, ist einfach nur so ein fröhliches Lied, wo die so ein bisschen rumspringen und singen. Willst du vielleicht sagen, wie das Lied auf Deutsch heißt? Ich hab's schon wieder vergessen, was Unobore heißt. Also, der deutsche Titel von dem Lied, der hier in den Untertiteln steht, ist Was eitle Mädchen tun. Ja, genau, das war's. Oder irgendwie sowas wie The Vain Girls Are Coming oder sowas. Also, ich hab es mit englischen Untertiteln geguckt, da die Bildqualität besser war und da ich mir dachte, wenn jetzt in den deutschen Untertiteln vielleicht irgendwas unklar ist. Aber hier, Shoutouts gehen raus an MyDeepC, falls du gerade zuguckst. Wir verlinken deine Videos. Die sind toll. Ich schaue das Video auch gerade. Ja, genau. Ich kenne sie nämlich. Ach so, nice. Ja. Zu dem Namen ist mir in diesem Musical auch so ein kleiner Aha-Moment gekommen. Ah, ja, genau. Ich weiß, was du meinst. So, ich versuche gerade an dem Lied vorbei zu scrollen, weil ich nicht genau weiß, wie es dann weitergeht. Ich schon. H&M. Okay. Direkt, ach ja, genau. Und fängt damit an, dass ihren Spiegel fallen. Die Szene gibt's auch im Manga. Ja, genau. Geht dann Mamoru vorbei dabei, ne? Ja, genau. Und als sie ihn dann aufhebt, dann stellt sie fest, also sie kann darin sehen, dass Mamoru in seinem früheren Leben ein Prinz war. Na, so war's. Ja. Es ist wahr. Ob das bei den anderen, ob das bei den Senshi auch funktioniert? Bestimmt. Also ich glaube schon.
Das heißt, wir haben diesmal keine große Geheimniskrämerei. Aus dem Manga diese angedeutete, ja, ich will es jetzt nicht Romanze nennen, das ist keine, aber diese angedeutete Annäherung zwischen Mamoru und Michiru, die wird hier völlig weggelassen, oder? Ja, stimmt. Und jetzt, wo du sagst, auch das mit Usagi und Haruka wird weggelassen. Ja, Das wurde wurde in dem neuen aber drin gelassen. das musst du ja fast weglassen, wenn du das mit Mamoru weglässt, weil sonst wäre es irgendwie unfair. Ja, das haben sie doch so ungefähr so gemacht in dem neuen, oder? Ich kenne das, ach doch, 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 das von der dritten Staffel kenne ich wohl, aber ich erinnere mich nicht groß dran. Ich erinnere Na, mich an okay. Hotaru, die am Klavier saß. Ja, das war cool. Also, und Okay. dann taucht die erste Figur auf, die mich wahnsinnig macht, weil immer wenn die auf der Bühne sind, dann weiß ich nicht, was passiert. Okay. Also das ist so ein Typ, der heißt Shintaro Hoshino, wenn wir ihn jetzt immer Hoshino nennen. Und der ist wohl als einziger von dieser Gruppe auf Usagis Schule, weil Ami sein Rivale ist. Ja, doch seine Rivalin ist. Und Okay. die sind alle so ein bisschen crazy drauf und er ist, also die sind halt so die Comedy-Charaktere, allerdings ist dieser japanische Humor etwas gewöhnungsbedürftig. Falls ihr dieses Musical schauen möchtet, dann rate ich euch, lasst euch davon nicht abschrecken von diesem Anfang, es wird cooler. Das gilt aber generell für die älteren Musicals, ne? Ja, also generell bei den älteren Musicals ist halt dieser japanische Humor generell so ein bisschen. Ja, krass und vielleicht ein bisschen überfordernd für Nicht-Japaner, aber diese Szenen kommen halt meistens so am Anfang und dann später, wenn es ernster wird, dann ist das alles voll cool. Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, es läuft daraus, er will fliegen. Ja, also dann kommt halt seine Familie, die haben alle so rosa oder lila Haare und die meinen dann, also die sind alle auf der Infinity-Akademie, bis halt auf ihn, der ist auf Usagis-Schule und er ist der Einzige der Familie, der anscheinend nicht fliegen kann, und sie wollen ihn anscheinend auch rausschmeißen, wenn er nicht bald fliegen lernt oder irgend sowas Komisches. Okay. Ach ja, und wir erfahren, Mamoru studiert anscheinend wirklich Medizin hier. Ach echt? Es ist irgendwie an mir Also vorbeigegangen. zumindest irgendwann sagen die, dass Mamoru Medical Science studiert. Also, okay. Ja. Also diese Typen machen mich deswegen immer wahnsinnig, weil ansonsten passiert in dem Musical fast alles so wie im Manga, nur wenn die auftauchen, dann ist so ein bisschen Wildcard. Ja, und Dann weiß ich nie, was passiert. das Ding ist halt auch, dass in diesen Comedy-Szenen halt sehr schnell gesprochen wird und da ist es halt ein bisschen schwierig, da mitzukommen. Ich hatte dieses Musical halt jetzt schon öfters gesehen, deshalb, ja, Und ich habe konnte ich auch bei da. den Dialogen in den Alltagsszenen, das habe ich aber generell bei Sailor Moon, ich habe oft das Gefühl, die Gespräche haben keinen roten Faden. Nee, also das ist generell gewöhnungsbedürftig, aber ich kann euch sagen, man gewöhnt sich dran. Ich finde es weird. ja. Und dann kommt, glaube ich, Setsuna. Jetzt schon? Okay, dann kommt Setsuna und wird von Chibiusa sofort als Puh erkannt. Ja, also beziehungsweise sie ist sich nicht ganz sicher, aber. Also, weil dann die Frau meinte dann direkt, nein, ich bin Setsuna Mayo. Aber Chibi so, die sieht aber aus wie Puh. Aber sie gibt sofort den Hinweis, haltet euch von der Mugen-Schule fern. Also, sie scheint sich jetzt nicht, also es scheint nicht gerade Tarnung zu sein, was sie da macht. Nee. Ja, und dann kommt auch direkt jemand, nämlich eine Schülerin von der Mugenschule, und ja, die wird plötzlich zu einem sehr strangen Daimon. Und wir hören später, dass das vielen passiert ist. Ja, sie wird zum Daimon. Willst du das beschreiben? Ich kann es nicht. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie ihre Dämonenform aussieht. Ich weiß nur noch, dass sie strange war. Ich glaube, das war im Kaiteban besser. Da war das irgendwie ein coolerer Daimon. Aber hier ist das echt ein Stranger. Ja, auf jeden Fall kämpfen die bisher erstmal noch unverwandelt und dann kommt Pink-Haired Guy Nummer 1. Ach ja, falls ihr nicht wisst, was ein Kaiteban ist, das ist, wenn man ein Musical nochmal aufführt, aber mit Änderungen. Und da gibt's halt bei den alten Musicals meistens dann noch so eine zweite Version. Dann, genau, Aber dann hast ja. du, da hast du in der Regel etwa die gleiche Geschichte und die gleichen Songs, aber teilweise. So ein paar Änderungen, aber manchmal auch unterschiedliche Songs sogar. Ich sagte ja nur etwa. Ja. Ja, aber hier würde ich euch empfehlen, das Original zu gucken, weil Haruka und Michiru hier die Besten der Besten sind.
Okay. Ja. Ich habe schon mal gesagt, die sind mir nicht so ultra krass aufgefallen. Ich fand sie nur gut. Ja, mir beim ersten Mal schauen auch nicht, aber ich glaube, wenn man sich mehr damit auseinandersetzt, dann wird einem klar, wie gut die eigentlich sind. Und das ist auch. Das ist so ungefähr die allgemeine Auffassung, dass die beiden hier die besten Haruka und Michiro sind, die wir haben. Vielleicht noch so ein bisschen in Konkurrenz mit den ganz neuen, aber ja, die beiden sind wow. Es sind Yuka Asami und Naota Akagi. Das wollte ich jetzt alles nicht sagen, aber ich wollte es erwähnt haben. Ich finde das gut, dass du dir auch nur ein. Ich habe mir keinen einzigen Namen gemerkt von den Schauspielern. Ja, du Ich weißt habe ja, ich. irgendwann mal geguckt, wer ist die Moon, aber gemerkt habe ich es mir auch nicht. Ja, also ich bin halt in Sailor Mew drin, ich habe alle gesehen, also ich kenne nicht alle Schauspieler, das sind auch viel zu viele, aber ich kenne schon so einige Namen. Okay, ja, also was jetzt passiert, der Daimon tobt sich aus und dann taucht hier Pink-Haired Guy Nummer 1 auf und macht Dinge. Genau, also Hoshino ist wieder da und der fliegt ein bisschen, also an so einem Seil, so ganz knapp über dem Boden, aber er fliegt ein bisschen. Bringt aber irgendwie nichts, ne? Nee. Also irgendwie der Daimon verprügelt der Reihe nach alle und irgendwann, weiß ich, verwandeln die sich, aber ich frage mich gerade wann. Ich weiß auch nicht mehr, ich glaube, dass dann irgendwann Moon aufkreuzt. Ich sehe, nee, okay, jetzt kommen die Inners, aber Moon ist noch unverwandelt, wenn ich das richtig sehe. Okay. Genau. Ja, nee, Moon verwandelt sich gar nicht. Nicht? Okay. Die Inners besiegen den Daimon alleine. Wow. Das Und ist der auch Daimon irgendwie. ruft Lovely, das fand ich ganz cool. Genau, Das obwohl er ist ja gar nicht dieses von Moon erwischt wird. Verloren. Verloren! Schuss in den Ofen! Ja, genau. So, Ja. und dann reden sie, glaube ich, schon über die Mugenschule. Ja, sie reden davon, dass Rei Visionen hatte und dass diese komische Sandbank und die Mugenschule verdächtig sind und ja, sowas halt. Und dann treffen sich die Outers. Okay. Und reden so ein bisschen über die Prinzessin und so weiter. Und dass die eine Mission haben. Und was rede ich hier? Ihr wisst, was die für eine Mission haben. Ja, typisches Autos-Gequatsche. Die Outers mal bereden Outer-Dinge. Ja, genau. Irgendwie ge gefühlt jedes Gespräch der Autos ist irgendwas mit ihrer Mission. Wir dürfen nicht mit Sailor Moon zusammenarbeiten. Wir haben unsere Mission. Das machen wir alleine. Wir sind besser. Genau. Das ist fast so ungefähr 90% aller Gespräche, die jemals führen, zusammen. Ja. Na gut, dann sind wir, glaube ich, bei den Deathbusters, oder? Genau. An der Stelle sollten wir jetzt mal erwähnen, dass es hier nicht um, ich meine, wir haben das im, da es sich auf den Manga bezieht und nicht auf den Anime, geht es hier natürlich auch nicht um Herzkristalle. Ach ja, richtig, sondern um diese heiligen Gefäße. Auf Englisch heißt es immer Hostie, also Hostie, you know. Aber es dürften die heiligen Gefäße sein. Im Manga ist von heiligen Körpern die Rede. Was sie hier für ein Wort benutzt haben in den Untertiteln, weiß ich gar Ah, nicht. ja, genau, das war's, genau. Ja, und sie singen das Lied Issei no Tori Keikaku, also es ist einfach nur so ein Deathbusters-Song, wo die alle singen und tanzen. Was Genau, ihre Mission ist und bla. und jetzt bekommen wir auch die nicht so netten Mädchen mal 5 präsentiert. Ja, genau, also die Das habe ich Witches jetzt. sind auch Das wieder habe ich am jetzt nur gesagt, Start. damit ich. Das habe ich jetzt natürlich nur gesagt, damit ich nicht Bitches 5 sage. Wow. Okay, also die Witches sind auch wieder da. Ja. Und die tanzen jetzt Und. alle so ein bisschen und erzählen von ihrer Mission und ist jetzt nichts ganz Krasses. Ja, also was die wollen, ist, die wollen die Erde erobern, nicht kaputt machen. Genau, die wollen, dass das so ein zweites Tau-Galaxie-Dingens wird. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wollen die ja eigentlich die Dämoneneier in alle Menschen einpflanzen, ohne dass die dann irrsinnig mutieren. Ja, genau, Und also. dadurch sollen die Dämonen halt neue Körper kriegen. Das sind quasi die Bewohner von hier Tau Nebula und die wollen halt auf der Erde einziehen, dafür müssen sie aber die Dämoneneier in die Menschen rein
bringen. Genau, und bei den Witches 5 hat das anscheinend geklappt. Also das sind anscheinend so die perfekten Gefäßbildungen, aber bei allen anderen scheint es irgendwie nicht ganz so hinzuhauen. Und der Doktor merkt auch an, dass das viel zu lange gedauert hat. Ich glaube, jetzt machen sie einen Plan. Also, die Deathbusters, natürlich machen sie keinen Plan, aber... Ja, also die Witches stellen sich so ein bisschen vor und... Ja, sie überlassen das alles nur uns und ja. Genau, überlass das den Witches 5. Das kann nicht schief gehen. Nein, das wird doch nicht schief gehen. Was ich hier aber witzig finde, ist, dass nachdem die Witches dann weg sind, ist aber Cyprine noch da. Oder? Nee, okay, das kommt später. Und irgendwie ist Cyprine nicht so ganz, oder Cyprine nicht ganz so, der sind die anderen so ein bisschen egal. Ja, genau, das stimmt. Ja, stimmt, so. Ich glaube, nee, wir können Patty Lol gar nicht sehen, weil es ist nur eine Schauspielerin. Nee, es gibt keine Patty Lol, leider. Nee, ja, wie denn auch? Hätte man höchstens Zwillinge casten müssen oder eine Schauspielerin, die ähnlich aussieht. Oder man hätte ihnen so viel Maske ins Gesicht klatschen sollen, dass man sie halt genau gleich aussehen lässt. Ja, aber das... Unterschiedliche Stimmen dürfen die ja ruhig haben. Ja, aber ich find's auch absolut nicht schlimm, denn ich meine, wir haben so ja schon genug Schauspieler. Es sind ja generell schon jetzt sehr viele Schauspieler. Ich glaube, es gibt irgendein Lied, da sind 15 Schauspieler auf der Bühne. In irgendeinem Musical gibt's einen Kampf zwischen 21 Sailor Senshi. Okay. Ja. So, und dann haben wir Hotaru, Kreischkrölausrast. Ja, die hat, also ihre Medizin wirkt nicht und jetzt gibt ihr Vater diesen Tyrolon-Kristall oder Tyrolon, keine Ahnung. Und der soll ihr helfen und der hat anscheinend ihre Mutter gehört. Das wundert mich so ein bisschen. Wobei ich mich immer frage, ob er das sagt er im Manga auch und ich frage mich da immer, ob er das nur behauptet oder ob das wirklich so ist. Das habe ich mich auch gefragt. Also im Manga ist das ja auch nicht der, ich glaube, Tyrolon-Kristall ist die richtige Aussprache. Ach so. Ich bin mir aber nicht sicher. Im Manga ist das ja auch nicht der Kristall, sondern die haben ja noch diesen riesen, übermannshohen Kristall noch rumstehen. Da ist das ja nur irgendwie so ein Ableger von dem Kristall. Ja, aber es ist ja anscheinend trotzdem irgendwas davon. Aber das wird ja eigentlich keinen Sinn machen, wenn Hotarus Mutter so einen Kristall gehabt hätte. Vielleicht haben die den auch schon irgendwie dahin geschmuggelt vorher. Aber die Deathbusters, also Pharao 90 und so, die sind doch erst gekommen, als Taros Mutter schon tot war nach diesem Experiment, das schiefgelaufen ist. Ja, ich überlege gerade, die ist bei dem Experiment gestorben oder war die vorher schon tot? Nee, die ist bei dem Experiment gestorben. Ja. Weiß auch nicht. Ja, ich denke mal, die Lösung ist wahrscheinlich, dass Tomoe das einfach nur behauptet und dass das gar nicht stimmt. Wahrscheinlich. Damit sie das halt bereitwilliger annimmt. Reden wir doch mal über den Tyrolon-Kristall. Ja. Was glaubst du, ist das? Ist das so der Starseed von Tau Nebula? Der Starseed? Boah, ich weiß nicht. Ich hätte halt einfach gedacht, das ist so das Gleiche, was dieser schwarze Kristall von Nemesis ist. Moment, ist der schwarze Kristall der Starseed von Nemesis? Hatten wir das nicht auch schon? Ja, ich glaub, das stimmt, irgend sowas. Hatten wir nicht genau das Thema, als wir das letzte Musical besprochen haben? Ja, okay, ich glaube es zwar eigentlich nicht, aber es wäre möglich. Was ja auch, es hat ja auch irgendwann mal die Frage gestellt, ob Mistress Nine eigentlich die Sailor Senshi von Tau Nebula ist, aber da das in einer anderen Galaxie ist, wissen wir eh nicht, was da für Regeln gelten. Nee. Schwierig. So. Gut. Ja. Also die wird damit irgendwie, die soll damit natürlich nicht wirklich gesund werden, sondern damit soll Mistress Nine gestärkt werden. Mhm. Aber sie fühlt sich erstmal besser. Genau. Und dann geht's weiter. Kommt, glaube ich, das Lied Triangle Secret, wo dann quasi die drei Parteien in der Schule rumschleichen. Genau, das ist so eine ultra lange Sequenz. Es fängt an mit den Senshi, die sich einschleichen, dann diese... Die Familie. Die rosa Haarbrigade. Ich habe sie immer die Grimms genannt. Ich glaube, ich mache mir jetzt einen Witz daraus, wie in jeder Szene, in der ich sie erwähnen muss, gebe ich ihnen einen anderen Namen. Schön. Versuch's. Und die Witches schleichen auch rum. Also die singen alle so einen kleinen Teil. Allerdings ist noch eine weitere Partei unterwegs, nämlich Chibiusa, die sucht, glaube ich, Usagi.
Und die trifft aber zufällig auf Hotaru, die schon wieder einen Schwächeanfall hat, und sie freunden sich an. Ja, sie freunden sich an. Wir wissen ja, wohin das führt. Es wird nicht gut enden für Chibiusa. Naja, gut, enden schon, aber es wird zwischendurch sehr unangenehm werden. Ach ja, übrigens, ich möchte noch etwas zu der Mutter dieser Familie erwähnen. Ja, Okay, ich wollte noch damit warten, also. aber gut, dann mach jetzt. Ja, weil ich mir das da schon aufgeschrieben hatte. Also, wenn ihr dieses Musical schaut, dann wird euch vielleicht auffallen, dass die Mutter sehr männlich aussieht und auch eine männliche Stimme hat. Das liegt daran, dass diese Schauspielerin trans ist. Also, ja, sie ist halt eigentlich eine Frau, aber im Männerkörper. Und zu dem Zeitpunkt war sie noch nicht operiert. Sie hat auch in weiteren Musicals Frauenrollen gespielt und ja, hier war sie eben auch diese Mutter. Das ist zwar noch ein bisschen komplizierter, dazu kommen wir noch. Und ja, sie heißt mittlerweile Karen Yoda und sie setzt sich auch für LGBT-Zeugs ein. Sie ist cool. Sehr cool. Das heißt, sie wäre eigentlich die perfekte Fischei. Ja, stimmt. Naja. Naja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass sie sich dachten, wir könnten auch einfach einen Vater nehmen, aber ich möchte eine Frauenrolle spielen. Na gut, dann machen wir das so. Was ich aber großartig finde, ist, dass es gibt ja auch eine Yume-Version von dem Musical, dass sie das da eiskalt auch so gemacht haben. Ja, stimmt. Da hat das ja auch ein Mann gespielt, ne? Also bei Yume werden irgendwie ja kaum Rollen von Männern gespielt, weil die so wenige Männer irgendwie haben, aber natürlich die Rolle muss ein Mann spielen. Ja, das kenne ich. In unserer Musical-Gruppe gibt es auch irgendwie fast keine Männer. So, oh Naja. Gott, diese Szene ist immer noch nicht vorbei. Das Lied geht Es ist immer ein noch langes weiter. Lied. Es müssen ja auch drei Parteien noch singen. Genau, ja, und da haben wir nämlich die Szene, die ich meine. Jetzt haben wir 15 Schauspieler auf der Bühne. Ja, genau, die stehen dann auch alle irgendwie da, aber. Ja, doch, dann sehen sie sich schon auch. Und dann Da ist mir kämpfen übrigens sie. auch aufgefallen, warum gibt es drei Parteien? Ach so, wegen Delta. Ach, ja, genau, Triangle Secret, natürlich. Natürlich, das Dreieck, ja. Aber es sind natürlich auch die drei Parteien, wobei es eigentlich noch eine vierte ist mit Hotaru und Chibiusa, aber die zählen anscheinend nicht, weil die nichts singen. Jetzt, okay, das ist wahrscheinlich meine letzte Gelegenheit, diesen Witz zu machen. Also das Delta, also dieses Delta, wo die Gebäude draufstehen und die Infinity Akademie, wird ja auch die Omega Area genannt. Können die sich mal für einen Buchstaben entscheiden? Ja, gut. Okay. Und Ja, ich glaube, dann irgendwann. kämpfen die, oder? Ja, genau, irgendwann treffen sie sich natürlich, wenn die alle in der Schule rumschleichen. Und Sind dann aber alle kommt noch, es. wenn ich das richtig sehe, die sind noch in Zivil, also die Senshi, und kämpfen noch in Zivil. Und dann kommt Tuxedo Mask. Genau, mit dem tollen Lied Tuxedo Mission ist eines seiner besten Lieder. Und es ist sehr cool. Es ist auch sehr Tuxedo Mask-mäßig, also. Ja, aber Tuxedo Mask hat generell gute Songs. Ja. Ja. Und dann kommt auch die Familie dazu. Und die beiden Kleinen, also die haben zwei so kleine Kindermädchen und die können jetzt auch fliegen. Das mit dem Fliegen ist mir irgendwie überhaupt nicht so richtig aufgefallen. Jedenfalls nicht immer. Also mir schon, weil ich achte sehr auf sowas, weil ich das immer total toll finde, wenn die irgendwie so Special-Effekt-mäßige Sachen machen. Also alle kämpfen so ein bisschen gegen alle und es geht. Also die Szene ist irgendwie totales Chaos. Ja. Und dann kommt irgendwann Dr. Tome mit so einer komischen Kanone. Ich glaube, das ist so Anime-anmutend, aber keine Ahnung, was damit genau ist. Und dann kommt aber Sailor Moon. Genau, jetzt kommt Sailor Moon. Wir sind schon 37 Minuten im Musical, bevor Sailor Moon das erste Mal auftaucht. Ich war mir eigentlich sicher, dass die bei dem ersten Kampf auch auftaucht. Nein, da wird sie verwandelt sich nicht. Es tauchen nur die Inners auf. Na, okay, gut. Auf jeden Fall ist sie jetzt da, Moon to the Rescue. Aber diese Kanone absorbiert sämtliche Angriffe. Und auch nachdem sich Mamoru vor sie wirft, alles bringt nix. Und ja, wer könnte da nur helfen? Warte, warte. Der Ritter des Mondlichts. Warum wusste ich, dass du genau den jetzt nennst? Was Dummeres ist mir nicht eingefallen so schnell. Mir auch nicht. Naja, es kommen natürlich Uranus und Neptun
mit dem coolen Song Harsh Saint Cry. Und der Space Hulk Blaster zerstört auch direkt das, die Kanone. Und da ist auch so eine Mini-Flamme dann bei der Kanone. Das fand ich cool. Ich finde überhaupt, diese Kanone sieht so ultra-Cartoon-mäßig aus. Also ja, das wäre selbst für Ideal zu krass gewesen, das Ding. Na gut. Aber immerhin darf Tomoe mal kämpfen. Das tut er ja sonst nicht. Ja, stimmt. Also jedenfalls nicht als Tomoe, als Germatoid natürlich schon. Ja, genau. Und die, ja, die beiden singen jetzt ihr cooles Lied. Und danach, ja, sind halt die Senshi so, boah, cool, Sailor-Krieger, danke. Und die anderen aber so, nein, wir wollen nicht mit euch. Und dann greift Uranus tatsächlich die anderen Senshi an. Ja. War das nicht im Manga Neptun? Ich wusste gar nicht, dass die sich überhaupt angreifen vor der Szene, wo sie sich gegenseitig umbringen wollen. Also ich glaube, ja, zumindest erinnere ich mich, dass doch Neptun in Crystal irgendwie mal auf ihrer Geige gespielt hat und das war dann so eine Attacke. Da war irgendwie sowas. Echt? Okay, es ist, habe ich gerade überhaupt nicht präsent. Also auf jeden Fall greifen die sich schon, nicht ernsthaft, aber sie greifen sich schon mal vorher irgendwie an. Ja gut. Ja. Es wird getanzt, es wird gekämpft und es ist irgendwann die Rede von einem dunklen, abgenutzten Mond. Okay, strange. Habe ich überhaupt nicht verstanden, worum es da jetzt gerade ging. Vielleicht irgendwas mit der deutschen Version. Mit den deutschen Untertiteln, das irgendwie... Ich weiß auch nicht. Vielleicht ging es um das zerstörte Silbermillennium? Keine Ahnung. Also darüber wird auch mal geredet, aber das kommt erst später eigentlich. Denke ich. Also das ist noch Teil des Liedes, glaube ich. Wenn ich höre es gerade nicht, aber es sieht sehr nach Lied aus. Okay, keine Ahnung. Liedtexte sind ja generell manchmal so ein bisschen strange und komisch. Ja, vor allem die Übersetzung, die dann ja auch nicht immer ganz akkurat ist. Ja, wenn du japanische Songtexte 1:1 übersetzt, da kommt manchmal richtig stranges Zeug bei raus. Wenn man japanisch, wenn man irgendwas 1:1 übersetzt, weißt du, was dabei generell gerne mal rauskommt? Dann kommt dabei raus, dass Dr. Tomoe guten Appetit haben. Ach komm, Deutsch ist schwierig. Japanisch auch. Ich kann's verstehen. Ich meine ja nur so 1:1 Übersetzung. So. Ja, genau. Also dann kommt danach nochmal irgendwie Sailor Pluto, die nochmal so ein bisschen netter mit den Senshi redet, aber auch sagt, dass sie halt nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollen, weil sie haben ja ihre eigene Mission. Ja, zusammen. Ich fasse die Szene, die sehr lang ist, mal zusammen. Hey, cool, ihr seid auch Sailor-Krieger. Wollen wir zusammenarbeiten? Ja, genau. Das ist der Inhalt. Das ist echt so. Ich raff das nicht. Das habe ich noch nie gerafft. Nee, ich weiß es auch nicht. Aber ich muss sagen, so generell sind... die Schauspielerinnen wirken auf jeden Fall netter, als es Uranus und Neptun wirklich tun und das finde ich eigentlich sehr gut. Achso, jetzt weiß ich, was du mit Pluto meinst. Pluto kommt und erzählt, wer die Autos eigentlich sind. Ach ja, das auch, okay. Ja, ich habe mir irgendwie nur aufgeschrieben Pluto und dachte mir so, hä, was meinte ich jetzt? Achso, die kommt ja auch nochmal, sagt im Grunde aber nochmal das gleiche wie vorher. Ja, nee, aber sie erklärt jetzt, wer die Autos sind, also Hüter des äußeren Sonnensystems, die ihren Job nicht machen und noch nie gemacht haben. Ja, gut. Pluto kennt sich aus mit Leuten, die ihren Job nicht machen. Ja, gut. So, und dann haben wir die rosarote Bonbon-Brigade. Okay, also ich habe mir aufgeschrieben, was sie sagen. Zunächst mal, anscheinend dachte Hoshino, dass Ami Sailor Moon wäre und den Silberkristall hätte. Aber ja, sie wissen halt jetzt anscheinend, dass das Usagi ist. Und die hacken jetzt alle auf Hoshino rum, weil der ja nicht fliegen kann und generell irgendwie so eine Schande für die Familie ist und bla bla bla. Und dann erzählt die Mutter, glaube ich, oder... Ja, ich glaube, die Mutter erzählt jetzt eine Story, nämlich von ihrem Heimatplaneten. Und die... Okay, ich muss dir jetzt erklären. Also sie kommen von dem Planeten Grimm. Und da gibt's anscheinend irgendwie so einen Ort, der heißt Hameln. Also die sind die Märchentruppe quasi. Und die Story ist folgende. Ein Mann kam in den Hameln-Palast auf Grimm und er sagte für die Seele des Königs... Was?
Genau. Wenn er die Seele des Königs kriegt, dann wird er deren Feinde vernichten. Und ja, der König hat zugestimmt, dann hat er sich eine Flöte genommen und die ganzen feindlichen Soldaten, ja, sind ihm gefolgt und er hat sie im Fluss ertränkt. Sorry, von Hameln, Rattenfänger und so. Nur halt mit echten Menschen. Und dann wollte der König seine Seele aber nicht hergeben. Und dann war der Typ wütend und hat die ganzen Kinder angelockt mit seiner Flöte und die sind alle verschwunden. Und dann kamen die Deathbusters. Und anscheinend opferte der König dann doch sein Leben, um die Kinder zu schützen, aber das hat nichts gebracht. Und der Tyrolon-Kristall hat sie alle umgebracht und den Planeten zerstört. Ende! Happy End! Wunderschöne Geschichte. Also es ist so der Rattenfänger von Hameln, aber mit echten Menschen und den Deathbusters und einem tragischen Ende. Was ich ja, ich habe diese Geschichte, ich weiß auch nicht, die habe ich irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Auch wenn die Szene sehr lang ist und da sonst nichts passiert, weiß ich gar nicht, wie das an mir vorbeigehen konnte. Also die haben auch sehr schnell erzählt, ich musste da immer wieder pausieren. Es Also ist, der glaube ich, vielleicht ein bisschen viel, wenn man das zum ersten Mal guckt. Witz ist halt, dass ich später nur auf mir später nur aufgefallen ist, dass die über Hameln reden und ich denke mir, hä, was haben die denn damit zu tun? An den Rattenfänger habe ich nämlich erstmal gar nicht gedacht. Ich habe nur an die Stadt gedacht. Ja gut. Und dann singen sie das Lied Chinmoku no Hameln. Und ja, da ist eigentlich ganz schön. Die singen auch darüber, dass sie den Silberkristall wollen, um ihren Planeten wieder aufzubauen. Da haben wir es wieder, dieses Planeten aufbauen. Was machen die, wenn die Planeten aufbauen? Ja, in dem Fall würden sie einfach den Silberkristall nehmen, das passiert von allein. Das macht Moon doch auch. Okay. Stimmt. Woher wissen die vom Silberkristall? Legenden? Also, ich Okay. meine, ich kann mir vorstellen, dass der Silberkristall doch recht berühmt ist. Okay, sind die vor den Deathbusters gekommen oder danach? Danach, weil er durch die Deathbusters der Planet zerstört wurde. Okay, aber das muss ja nicht heißen, dass die auch nach den Deathbusters zur Erde gekommen sind. Doch, das kam für mich schon so rüber. Okay, gut. Sonst hätte ich jetzt nämlich gefragt, wer hat die eigentlich reingelassen? Ich sehe in eure Richtung, Autos. Naja, aber ich weiß nicht, ich würde irgendwie sagen, die sind so ein bisschen wie die Starlights, ne? Planet wurde zerstört, kommen jetzt zur Erde und Ja. wollen irgendwie so ein bisschen Hilfe von den Senshi. Sind die Starlights in inkompetent? Und rosa. Ja, das stimmt. Also so cool wie die Starlights sind sie leider auch nicht. Aber ja, so kacke finde ich die gar nicht. Also die sind zwar sehr weird, vor allem am Anfang, Sie aber so sind ein nicht bisschen ganz so Mitleid hat man cool mit wie die denen dann schon. Starlights. Sie sind nicht ganz so cool wie die Starlights. Na, ich finde die Starlights schon cool. So als Sailor-Krieger zumindest. Okay, also das ist jetzt, das klingt für mich, als würdest du sagen, ja, Sand ist halt auch nicht ganz so cool wie Zucker. Hä? So im Vergleich. Jetzt bin Egal. ich verwirrt. Machen wir Mach einfach mal weiter. weiter. Genau, dann kommen die Inner Senshi am Mikawa-Schrein und sie Genau, singen das Lied. es wär kein richtiges Mew, wenn wir nicht einmal eine Szene am Mikawa-Schrein hätten, ne? Na gut, so oft kommt das gar nicht vor. Ja, also insgesamt kommt es bei Sailor Moon sehr oft vor, meine ich. Ja, bei Sailor Moon aber besser, der Mew glaube ich nicht so oft. Na gut, also auf jeden Fall kommt jetzt das Lied Usagi to Yonin no Tsureru Omoi. Und es hat die Melodie von dem Lied Tabidachi. Wenn ihr das kennt, das ist das Lied, wenn Ami nach Deutschland fliegen will, das kommt öfters vor. Und das ist so unfassbar traurig. Ich hatte gleich das Gefühl, das kommt mir bekannt vor. Das war in Alien Ersetze auch, ne? Das weiß ich nicht mehr. Ist Ami da auch nach Deutschland geflogen? Wollte sie? Bei Enden Ja? ich kenne nur das kalte Bahn. Da glaube ich nicht. Okay, aber woher kennst du das dann? Keine Ahnung, aber es kam mir irgendwie bekannt vor. Na, okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt das halt öfters vor, aber halt mit einem anderen Text. Hier ist der Text halt nicht über Ami fliegt nach Deutschland, sondern hier ist der Text, ob wir den Autors vertrauen sollen oder nicht. Und Usagi ist halt so, ja, die sind doch Sailor-Kriegerinnen und ja, wir müssen doch mit denen zusammenarbeiten. Und die anderen sind so, ja, die haben uns angegriffen, das geht doch nicht, wir müssen vorsichtig sein. Und sie kommen halt dann alle zu dem Schluss, dass sie denen nicht vertrauen wollen, außer halt Usagi. Na, Überraschung.
Aber es ist ein sehr tolles Lied. Warum stellen die nicht Usagi endlich mal unter totale Überwachung? Weil man kann ja nie wissen, wann die irgendwas Blödes anstellt. Das stimmt. Und ich bleib dabei, nur weil es am Ende gut geht, wird die Aktion nicht klug dadurch. Das stimmt. Aber ich kann sie so gut verstehen. Ja, schon. Es ist ja auch süß, aber es ist halt manchmal so dämlich. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, irgendwann in diesem Mew, ich glaube, wir sind schon an der Stelle gewesen, läuft auch mal ganz kurz. Ach Gott, wie heißt La das Lied auch? Fatalité, c'est Senshi. Genau, genau. Ist mir auch aufgefallen. Ich dachte mir, hä, das Lied kommt doch gar nicht vor. Ach, so ist nur instrumental. Es kommen ja auch irgendwie nur die ersten 10 Sekunden vor und dann hört's auf. Ja, also manchmal kommen so Instrumentalstücke von Liedern, die es gibt, aber das Lied wird dann nicht gespielt. Das ist mir auch ein paar Mal hier aufgefallen. Was aber speziell bei La Fatalité c'est Senshi sehr gut ist, weil die ersten 10 Sekunden einfach das Geilste an diesem Lied sind. Das stimmt. Die sind echt cool. Okay, ich glaube, dann kommt noch Mamoru an und erzählt denen von Dr. Tomoe. Genau, der hat nämlich, dem gehört die Infinity Akademie. Ja, das ist natürlich sehr verdächtig. Und es gab einen Unfall und seine Tochter ist tot, aber lebt noch, aber. Hä? Ja, strange. Kommt dann Aber das nicht auch bestimmt noch nicht. Chibiusa Genau, da kommt ja. nämlich Chibiusa dazu und die reden irgendwie hervorragend aneinander vorbei und irgendwann bemerken beide, dass sie. Was? Tomoe? Das ist doch Hotarus Vater. Was? Ja. Du bist befreundet mit der Tochter von dem Typen. Ja, gut. Das Cyborg-Kind. Ja, stimmt. Also wir sehen das hier natürlich nicht, das wäre auch schwierig, aber ich glaube, es wird ja auch gesagt, dass das so wäre oder zumindest angedeutet. Naja, es wird halt davon gesprochen, dass sie das Feuer, obwohl sie schwer verletzt war, war, dass sie irgendwann plötzlich unverletzt war. Aber ich glaube, dass sie noch irgendwas mit ihrem Körper gesagt haben, aber wir haben halt ihre Arme nicht gesehen. So. Kurzer Einschub. Ich möchte mal kurz über das Usagi-Kostüm reden. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das aussah. Mir gefällt die Perücke nicht. Ja, okay, ja, ich kann es verstehen. Die Perücke ist sehr gelb. Das meine ich nicht, das ist nicht das Problem, Sie aber ist auch sie so hat nicht. fransig, ne? Oder was meinst du dann? Da hatte Ansa, glaube ich, was Schlimmeres auf dem Kopf, aber sie hat eigentlich, sie hat so einen komischen Pony. Ach, das ist die Perücke, wo der Pony ja so durchgehend ist, oder? Und so gerade. Auf jeden Fall hat sie nicht diese typische Herzform. Ja, normalerweise hat ja Usagi diese. Sie hat zwar einen Pony, aber der ist so in der Mitte geteilt und vor allem mit dem Diadem sieht es halt aus wie ein Herz. Das ist hier irgendwie gar nicht. Das, Nee, leider. es sieht eigentlich eher aus, wie es, ich glaube, in den neueren hat Venus so eine ähnliche Frisur vorne. Ja, ich weiß, das finde ich bei der Perücke leider auch doof, aber kann man nichts machen. So. Vor allem, da ist halt eins der, also es ist zwar natürlich eins der alten, aber von denen halt eins der späteren, da könnte man ja eigentlich meinen, dass sie das besser hinkriegen. Denn eigentlich werden ja die Kostüme immer besser. Naja, schade. Ja, ich sag mal, die Perücke ist auch deutlich hochwertiger als alles, was Ansa je auf dem Kopf hatte, aber ich mag sie Ja. trotzdem nicht. Ja, Ich ich meine, merke dass man schon. Ansa jetzt kostümmäßig nicht unbedingt verwöhnt hat, das wissen wir ja. Ja, leider. Ah, jetzt stelle ich mir vor, wie cool es wäre, wenn Ansa so eins der neueren Kostüme mal trägt und dann so eine richtig coole Sailor Moon abgibt. Ich meine, das Achso, tut sie zwar auch, aber. vielleicht sollten wir mal ganz kurz für die sich gar nicht auskennen, mal kurz sagen, wer zum Teufel es ansah. Das war die allererste Sailor Moon Schauspielerin und sie ist mein absoluter Liebling. Ich finde, sie ist so großartig. Ich glaub, das sehen viele so. Ich habe nur einen Mew mit ihr gesehen, aber das war großartig. Ja. Ich kann auch schon mal sagen, diese Moon hier, die heißt Marina. Ich glaube Kuroki, auf jeden Fall Marina. Und ja, ich finde die alten Moons generell eigentlich alle super. Marina ist so die Süße. Die ist auch in ihrem ersten Musical erst 12 Jahre alt gewesen. Da Fug. Ja, aber das sieht man ja gar nicht so an.
Okay. Also, dann back to topic, würde ich sagen. Wir sind übrigens schon seit einer Dreiviertelstunde dabei und wir sind noch nicht mal durch den ersten Akt. Ja, das wird ein langer Podcast. Viel Spaß. Zurück beim Hikawa-Schrein. Die Zuckerwatteköpfe kommen. Ja, die. Ach, jetzt kommt das mit dem, wir wollen den Silberkristall, oder? Genau, und jemand will den Silberkristall und ihr wisst, wie das endet, oder? Ich gebe euch den Silberkristall. Aber hier macht's wenigstens Sinn, denn die Leute sind ja nicht böse. Ja, aber wenn gerade so der Weltuntergang vor der Tür steht, sollte man den Silberkristall dann vielleicht doch für den Moment erstmal nicht rausrücken. Das kann man ja auch Ja. später noch machen. Aber ich finde es schon ganz süß. Also die kommen so, wir wollen den Silberkristall. Und du sag, sind dann ganz überrascht, also sage ich dann so, sag, ja, wir wollten einen Planeten aufbauen. Ja, okay, dann könnt ihr den haben. Vielleicht nicht gerade jetzt, aber. Da muss ich halt jetzt nochmal an die Yume-Version denken. Da wollen die den ja auch ständig haben und kriegen den aber nicht. Und irgendwann gibt es so einen total dramatischen Moment, wo irgendwie alles schon verloren ist und der Silberkristall nützt nichts mehr und dann kommen die auf einmal an, können wir ihn jetzt haben? Geil, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das Human Musical auch nur einmal gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr so gut. Die haben immer gerne solche In-Your-Face-Momente. Ja. Also für alle, die es nicht wissen, Yume ist so eine deutsche Gruppe, die hat früher auf Cons halt die Sailor Muse gemacht auf Deutsch. Jetzt hat Maaßen einen eigenen Song, zumindest dem Namen nach, und sie macht auch sehr viel dabei. Oh ja, genau. Also, sie kommt halt jetzt an und will so ein bisschen kämpfen und sie singt das Lied Hono no Messenger, Botschafter der Flammen. Und ja, es ist ein sehr energiegeladener und cooler Song und ja, die möchte jetzt kämpfen. Sind jetzt nicht die Deathbusters auch da? Oder nicht? Nee, die kommt später, glaube ich. Nee, im Moment sehe ich nur die rosa Truppe. Ja, okay. Ja, nee, die dürfen den Silberkristall natürlich nicht haben. Das wurde Moon dann recht schnell ausgeredet. Ja. Aber irgendwie trotzdem verwandelt die sich dann in Super Sailor Moon. Auf einmal. Ja, genau. Das habe ich auch so ein bisschen früh. Ja, genau, nämlich mit Moon Crisis Make-up. Was ja eigentlich erst im vierten Arc kommt. Aber ich glaube, hier in den Musicals werden generell gerne mal Sprüche verändert. Ja, aber ist der Gralspruch nicht auch? Also, Nein, der ist Gralspruch ist auch. Crisis Make-up, ohne Moon. Ja, komm, aber das ist ja Detail. Das ist ja. Ne? Aber Ja, nee, Hauptsache aber weißt du, Crisis. nee, aber weißt du, das Ding ist halt, beim Gral sagt sie Crisis Make-up und dann in der vierten Staffel sagt sie Moon Crisis Make-up. Das ist ja eigentlich schon ein Unterschied. Aber Ja, in Crystal haben sie es klar, komischerweise auch so gemacht, dass sie beim Gral direkt schon Moon Crisis sagt. Ich weiß nicht, was sie dann in der vierten Staffel machen. Wahrscheinlich auch Moon Crisis. ich sag dir, was sie machen. Eternal Verwandlung. Ja, aber zuerst kommt ja noch Super Moon. Ich weiß gar nicht mehr, wie es im Manga war mit dem Spruch, ob der danach. Egal. Ich muss den Manga mal lesen, wieder den vierten Arc. Ja, ich auch. Okay, ach ja, die sagen auch irgendwie, Grimm ist im Zentrum der Galaxie. Genau, und ich denke mir, das ist ein echt unangenehmer Ort für einen Planeten. Warum, was ist da? Jetzt mal abgesehen davon, dass im Inneren der Galaxie jede Menge Gravitation und Strahlung und so weiter, aber im Sailor Moon-Universum ist da halt vor allem Cauldron in der Nähe. Ja, stimmt. Ist das nicht ein schwarzes Loch in echt? Ja. Ja. Es ist sogar ein supermassives schwarzes Loch. Ja, shit. Und sie sagen, also anscheinend, man könnte die Bewohner mit dem Silberkristall wiederbeleben, wenn man denen den heiligen Körper wiedergibt. Ja. Ja, das ist ja das, was die Deathbusters denen rausreißen, also die Herzkristalle quasi, auch wenn sie nicht so heißen. Genau. Und dann kommen aber die Witches 5 und Kaori Knight und es gibt einen Kampf. Ja, jetzt ist wieder Chaoskampf. Und die Inners verwandeln sich. Woo! Ja, genau, und lassen alle ihren Spruch ab und so weiter und dürfen ihre Attacken abfeuern. Und Tuxedo Mask kommt mit einer Attacke, die nicht La Smoking Bomber ist. Oh, wie heißt die dann? Tuxedo Mirage. Ah ja, stimmt, die gibt's ja auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, war die So. überhaupt im Manga oder war die nur in den Musicals?
Keine Ahnung, ich habe die noch nie vorher gehört. Ich weiß, er hat noch irgendeine andere Attacke, aber die hieß anders. Ich weiß noch nicht mehr wie. Naja, vielleicht ist das auch eine Musical-Only-Attacke. So, und dann kommt Hotaru und beendet den Kampf. Ja, genau, also Hotaru greift irgendwie ein, so kurz halt mit der Macht von Mistress Nine. Und dann sind die Outlaws so, oh nein, Hotaru, wir müssen sie umbringen. Genau, wo die Autos jetzt herkamen, habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt, aber die sind halt auch da. Genau, und damit ist es dann das Ende vom ersten Akt. Ja, wie passend, dass zufällig gerade alle auf der Bühne sind. So, jetzt muss ich mal kurz das andere Video anmachen. Ja, stimmt. Also auf dem Kanal sind die Musicals in zwei Akte aufgeteilt. Also ein Video pro Akt. Witzigerweise ist dieses Musical tatsächlich eigentlich nicht in zwei Akte aufgeteilt, sondern in wesentlich mehr. Ja, aber das ist bei den Alten, glaube ich, immer so, dass halt nicht direkt die Szenen, aber so in etwa, dass es halt da mehrere Akte gibt, aber so der richtige erste Akt ist halt jetzt zu Ende, wo halt dann die Pause ist und der Vorhang kurz runtergeht und ja. Oh Leute, geht in die Lobby, kauft Zeug, Merchandise. Genau, und dann geht's weiter. Das ist aber Mit bei den der. westlichen Musicals auch immer. Ja. In jedem Musical, in dem ich bisher war, gab's halt zwei Akte und in der Mitte halt eine Pause. Ja, für geht mal aufs Klo und kauft Zeug. Genau. So, und der zweite Akt fängt an mit der ikonischen Niederknieszene. Genau, die Autos knien plötzlich irgendwie vor Sailor Moon und ja, erzählen halt nochmal, wer sie sind. Aber das hilft nicht so ganz viel, denn sie sind immer noch der Meinung, Saturn muss sterben und darf nicht erwachen. Genau, davon erzählen sie auch von Saturn. Beziehungsweise sie erzählen überhaupt erstmal von Saturn, genau. Ja. Ja, aber sie sind ein bisschen netter, aber es bleibt bei na, 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 na. Genau. Was mir auch aufgefallen ist, sie halten halt mal demonstrativ so ihre Talismane aneinander und sagen dabei, ja, wenn die Talismane dann zusammenkommen, dann erwacht Sailor Saturn. Vielleicht solltet ihr das dann nicht gerade jetzt machen. Legt Es die passiert Dinger doch nichts, aber ich lieber dachte mir weg. natürlich, ihr erzählt in diesem Moment gerade, dass dann Sailor Saturn erwacht. Warum erwacht sie dann hier nicht? Jedenfalls, die Talismane müssen ja auch aufeinander reagieren. Zumindest ist es im Manga so. Aber die leuchten, die leuchten. Ja, dann war das nicht so clever. Es passiert nichts, aber es hat mich nur sehr gewundert. Wir die Talismane vereinen, dann kommt es zum Weltuntergang. Wir demonstrieren das mal kurz. Ja, Also auf gar keinen Fall dürfen wir das machen. also Leute, auf gar keinen Fall darf ich meine Sense senken. Ups. So, egal, was passiert, lass nicht die Sense klimm, klimm, klimm. Ja, Zu genau so. spät. Oh mein Gott. Okay. Ja, sonst noch was zu dieser Szene? Nee, du hast mich gerade echt fertig gemacht. Dann kommt jetzt das Lied von Haruka und Michiro, das Romance-Lied. Oh ja, okay, das hat's drauf. Ich weiß gar nicht, spricht man das Destined oder Destined Couple? Das da halt. Es ist Oh, ein gute Frage. Haruka, also ein Uranus und Neptun Romance-Lied. Zwar nicht so ganz explizit vom Text her, aber es ist doch ein Romance-Lied. Ja, die trauen sich ja nie expl sehr explizit zu werden. Nee. Übrigens, die beiden waren das, die explizit geworden sind und sich in einem Curtain Call geküsst haben. Schlimm. Ja, wie konnten sie nur? Ich fand's Hammer. Das gab bestimmt Ärger. Das war auch bestimmt nicht so geplant. Es war auch nur ein sehr kurzer, schneller Kuss, aber er war auf den Mund. Was, Final Stage? Ja, es war das Senjuraku, also Final Stage von Ja. Kaguya Shima Densetsu. Da haben die sich auch gedacht, wir können nicht mehr gefeuert werden. Los, mach. Ja, genau. Aber nein, sie sind bis zu diesem Musical dabei geblieben. Ach, übrigens, das ist ja letztes Musical. Es ist so tragisch. Im Kaiteban sind es schon die anderen. Ach, deshalb wolltest du unbedingt, dass ich dieses sehe. Ja. Also nicht, dass die anderen jetzt total schlecht sind, aber die beiden sind jetzt einfach so gut. Je länger ich mir die angucke, desto besser finde ich die. Ja, genau, so geht es ungefähr jedem. Die können auch sehr gut singen.
Vor allem halt die Das Uranus ist ist so. mir auch aufgefallen, aber. Ey, ungefähr jeder hat einen Crush auf diese Uranus-Schauspielerin. Okay. So, was kommt jetzt? Jetzt sind wir bei den Deathbusters, oder? Ich bin noch in dem Lied, aber da sind wir Okay. bestimmt gleich. Das ist das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe. Ach ja, die Priesterversammlung. Priester Genau. steht hier tatsächlich. Hier steht Was? tatsächlich Priester in den Untertiteln, aber es ist von Magus die Rede. Ich hab's Ja. gehört. Magus Collection heißt das Lied. Und ja, die singen halt nochmal so ein bisschen Deathbusters-Zeug. Und dann beschwert sich Tomoe über das Versagen der Witches. Und da kommt auch nochmal eine ganz coole Szene. Dann singt er nochmal den Refrain von dem Lied, aber mit einem anderen Text, nämlich irgendwie sowas wie Bestrafung wird über euch kommen, so nach dem Motto, wenn ihr weiterhin versagt. Ja, wahrscheinlich werden sie sich dann im Laufe der Zeit gegenseitig umbringen und dann hat er nicht viel zu tun. Diesmal sogar nicht, nicht hier. Aber im Irgendwie Manga habe ich dich machen sie gerade. das ja auch nicht. Ich höre dich gerade irgendwie kaum. Okay, das ist aber nicht Nee. gut. Nee, jetzt geht's wieder. Du warst nur so abgehackt zwischendurch. Egal, mach einfach Dann war es weiter. wahrscheinlich das Internet. Na gut, Warum reden die eigentlich von einer Magus-Versammlung, wenn die einzigen Magi, die hier sind, Kaori Knight und mit einem Fragezeichen Tomoe sind? ja, keine Ahnung. Es ist so. Ach, was mir gerade einfällt, vielleicht hast du das Lied von, also Tabidachi und so, schon mal bei Yume gehört. Das kann vielleicht sein. Das kann gut sein. Vielleicht sogar ja in diesem Musical, da du das ja schon mal gesehen hast. Ja, das. Ja, doch, doch, das wird's dann wohl sein. Ich weiß es nicht. Naja, keine Ahnung. Ist auch egal. So, und jetzt ist mal wieder die Rede vom Infinity Labyrinth. Und das ist ein Begriff, den ich noch nie so richtig verstanden habe. Ja, die Schule soll halt so ein Labyrinth sein, aber so ganz krass ist es jetzt eigentlich auch wieder nicht. Immerhin so krass, dass sie zwei Kapitel danach benannt haben. Ja, das stimmt. Ach nee, warte, nach dem Song, genau, dann kommt nämlich Chibiusa noch rein. Und dann kommt eben auch Hotaru und die sieht Chibiusas Brosche und greift da hin und merkt, oh, das hilft mir irgendwie. Was ist das? Und Chibiusa sagt, der Silberkristall. Das ist ganz gut, wenn du das direkt neben dem Typen sagst, der verdächtigt wird, der Anführer der Feinde zu sein. Wir haben Chibiusa jetzt nie für ihre herausragende Intelligenz gelobt, oder? Nee, aber das ist schon so, wow. Was? Oh, krass, was ist in der Brosche drin? Der magische Silberkristall. Echt jetzt? Cool, kann ich ihn haben? Na klar, hier! Ja, nee, so jetzt vielleicht nicht, aber okay. Also Tom, nee, Ey, Hotaru merkt. Was? Moment, im Manga ist ziemlich genau das passiert. Kann ich den haben? Ja klar, hier! Ja, Sie hatten dann aber da wusste wiedergekriegt, sie noch aber. nicht, dass die so verdächtig sind. Hier wusste sie es schon. Ja, stimmt. Okay, ist das jetzt die Szene, wo die irgendwie dreimal versucht abzuhauen? Nee, noch Ja, nicht, also oder? Tomoe, nee, Hotaru will die Brosche, dann kommt aber Hoshino rein. Und der tut dann irgendwie so, als sei Chibiusa krank und hat Fieber und deshalb muss sie jetzt ganz schnell da raus. Aber es ist auch ganz lustig. Er nimmt so Kaorin einen Stab und steckt ihn ihr so unter die Achseln, um Fieber zu messen damit. Das fand ich Ja, witzig. das ist so eine Chaos-Szene. Ich fand's lustig. Und ja, die wollen halt abhauen, aber die Hexen fangen sie dann ab. Und dann werden die irgendwie gebrainwashed. Ja, die werden gebrainwashed. Außer Chibiusa halt. Nur die Familie wird gebrainwashed. Die anderen sind auch plötzlich da. Jo. Und es kommt Warum auch das. immer. Ja. Es kommt das Lied Mumano Odori. Das ist so dieses typische Hypnose- oder Dämonenerwachen-Lied. Dingens. Okay, nice. Ich habe mir die Liedernamen nicht gemerkt. Vor allem, also ich habe mir, wenn überhaupt, nur die deutschen Namen gemerkt, aber nicht mal die eigentlich. Na, also. Ich kenne halt die meisten Lieder, aber ich habe mir trotzdem nochmal die alle Namen aufgeschrieben. Ja, Also und dann? die Zuckerwatteköpfe werden gebrainwashed und Chibiusa kriegt den Silberkristall weggenommen. Ja, genau. Kacke. Und dann kriegen die ganzen Senshi so eine Einladung in die Akademie, nämlich jeweils auf ein anderes Stockwerk oder in einen anderen Bereich.
Ja, genau. Und irgendwie fällt mir jetzt auf, wenn ich es jetzt nochmal sehe, sehe ich doch Tuxedo Mask ist dann doch bei wesentlich mehr Szenen dabei, als ich irgendwie beim ersten Mal gedacht habe. Na, okay. Also ja, so krass ist es mir jetzt nicht aufgefallen, dass der weg wäre. Ja, er ist ja beim Nee. Finale auch nicht dabei, weil ja der gleiche Grund wie im Anime. Und es fehlt wahrscheinlich das gleiche wie im Manga. Ja. Also das gleiche, was also aus dem Manga, der zweite Teil, wo er ja dabei ist, der fehlt im Anime ja auch. So, Ja, also Moon wurde jetzt. anscheinend nicht eingeladen, aber die Senshi, die gehen jetzt dahin, schlauerweise jeweils allein in dieses Stockwerk. Ja. Gruselige Schule, trennen wir uns, Leute. Das ist eine gute Idee. Wir gehen alle einzeln auf ein Stockwerk und gehen nicht zusammen hin, obwohl wir genau wissen, dass es eine Falle ist. Und dann Ja. gehen wir schön in getrennten Gruppen einzeln in den Keller. Ja. Und natürlich trifft jeder Senshi auf die zugehörige Hexe und wird so ein bisschen, ja, nicht direkt gebrainwashed, aber so ein bisschen schon, oder? Ja, doch, die werden Ja, schon gebrainwashed. ich weiß nicht, im Manga passiert das ja auch und da hält das aber auch nur so 5 Sekunden an und dann machen die da doch nicht mit. Ja, also hier ist es auch relativ schnell wieder vorbei, aber sie sind irgendwie schon gebrainwashed. Und dann merke ich mal kurz an, dass die Mimet hier ziemlich cool ist. Ja, schon. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde die cool. Mir ist hier auch was aufgefallen zu Mimette. Nämlich, ich glaube, das war dann wohl im Kaite-Band, aber hier ist leider eine coole Szene nicht drin, an die ich mich erinnert habe. Nämlich gibt es halt so ein, also Venus Character Song in dem Musical Traditional The Grace, wird da eigentlich gesungen und Mimette kommt aber immer, reißt das Mikro weg und singt dann irgendwas anderes. Ist eigentlich eine witzige Szene. Es wurde zwar so ein bisschen ähnlich gemacht, aber leider doch nicht so. Ja, fand ich schade. Das hat man dann wohl dann beim Kaiteban dafür reingeklatscht. Ja, die werden alle nicht gebrainwashed unbedingt. Jupiter zum Beispiel wird irgendwie einfach nur umgehauen. Okay, ich habe mir nur gebrainwashed Senshi aufgeschrieben, aber vielleicht waren sie es doch nicht. Genau, und jetzt kommt dieser Monolog. Nee, doch noch nicht. Verdammt, ich dachte, jetzt kommt der Monolog von Zyprin. Ich habe mir als nächstes aufgeschrieben: Uranus to the Rescue. Die kommt anscheinend Ach irgendwann so. demnächst. Ah, nee, jetzt, okay, jetzt werden die gebrainwashed und sollen gegen die Outers kämpfen. Und dann sehe ich Michiro, die da steht und Geige spielt, und dann kommt Uranus. Ja, genau. Und Und anscheinend Momoro ist hebt auch Uranus dabei. aber die Hypnose gleich wieder auf. Aber ich bin nicht sicher. Ja, für den Kampf hat man hier keine Zeit. Ja, man hat ja aber echt halt wenig Zeit, aber das geht halt nicht anders. Was schade ist, weil der Kampf Inners gegen Outers war eine Sache, wo ich immer gedacht habe, der ist schon im Manga zu kurz. Ja, stimmt, der ist echt im Manga zu kurz. Und im Manga waren da ja auch schon die anderen Witches alle weg, bis auf Supreme und Petty Lol. Ja, im Manga ist es ja generell so, keine überlebt ihr Einführungskapitel. Nein. Aber hier sind die ganze Zeit einfach da. Aber das ist eigentlich immer so bei Musicals. Ja, macht ja auch keinen Sinn, wenn du, Ja. ne? Sonst hast du einen Schauspieler, den du nur für 5 Minuten auf die Bühne stellst und dann tot. Ja, das bringt nichts. Ja, und irgendwie habe ich mir dann aufgeschrieben, die Outers geben sich anscheinend die Schuld am Untergang von Silver Millennium und wollen anscheinend deshalb nicht so ganz mit den anderen. Weißt du, wie ich Na, meine? sie geben nicht nur sich, sondern auch den anderen die Schuld daran. Also generell allen Senshi, aber halt auch sich selbst. Okay, mir kam es halt jetzt vor, als würden sie nur sich selbst die Schuld geben. Ja, erst schon. Später reden sie auch nochmal davon, irgendwie, euer Verhalten hat schon zum Untergang des Silver Millenniums Ja, geführt. okay, das haben sie auch gesagt, dann später zu Moon, aber hier ist es halt schon noch so, ja, wir haben schon damals versagt, wir dürfen nicht nochmal versagen. Wobei ich mir immer denke, wieso denn versagt? Das Silver Millennium ist wegen einem inneren Konflikt untergegangen. Ja, aber wegen ihnen wurde halt Saturn gerufen, auch wenn die damit halt eigentlich nicht, die konnten es ja auch nicht verhindern, aber es war halt so. Sagen, im Grunde haben sie nur an den Talisman gehangen und die haben das von selbst gemacht. Ja, also. Ja, also das ist generell so ein bisschen komisch mit dem Silver Millennium. Mir fällt gerade auf, es gibt gar keinen Gral in diesem Musical, ne? Ja, stimmt. Den Aber gibt's das echt wäre nicht, auch. nee. Aber der macht doch keinen Sinn eigentlich. Nee, weil Sailor Moon hat ja hier sowieso. Die kann sich ja sowieso in Super Sailor Moon verwandeln.
Weil bei den meisten Musicals, von den alten, macht sie ihre drei Formen immer durch. Also halt immer zuerst Moon, dann Supermoon und dann Eternal Sailor Moon. Finde ich cool. Finde ich auch cool, weil dann halt Eternal Sailor Moon so erst zum Finale auftaucht und das ist schon cool. Das mit dem Gral wollte ich sagen, das macht aber auch nur Sinn, wenn du eigentlich vorher die Alltagsszene mit Chibiusa hast und für die haben sie definitiv keine Zeit. Hä, wie, was meinst du damit? Na, die Szene, wo dann vor, im Manga gibt es ja die Szene, wo erst dieser Gral gebaut wird, Ja, also aber dieser. das wäre doch auch egal gewesen. Hätte man dann nicht gebraucht. Ja, und in dem Zusammenhang wird ja auch erzählt, was der Heilige Gral ist und wofür der da ist. Und das hätte man schon gebraucht, Ja, finde man ich. hätte ja so ein Item-Gral einfach haben können, den sie irgendwie kriegt und sich dann damit verwandelt. Aber ja, man vermisst ihn nicht. Naja, genau, er fehlt auch nicht wirklich. Sonst wäre es mir auch schon sofort aufgefallen, dass der fehlt und nicht erst jetzt. Ja, genau. So, jetzt habe ich irgendwie den Überblick verloren, was gerade passiert. Was ist denn jetzt zuletzt passiert? Also Kaorinite greift jetzt, also das ist mein nächster Notizpunkt, greift die Senshi an. Und diese Hammelleute haben halt jetzt Chibiusas Die haben den jetzt, okay. Silberkristall. Ich dachte, die Anscheinend. Deathbusters, ich dachte, die Deathbusters hätten den schon. Ne, Also stimmt, ja, aber ja, die ne, die gehören ja haben. jetzt momentan zu den Deathbusters. Ach ja, ah ja, richtig. Ich bin nicht ganz auf der Höhe. Deshalb bin ich ja da. Ich habe mir extra viele Notizen gemacht. Sehr gut. Ich habe irgendwie in der Mitte die Lust verloren, Notizen zu machen. Und ja, dann kommt aber irgendwie Hotaru und er wacht zu Mistress Nine. Was sich auf ihre Größe auswirkt, oder? Ja, Es also ist nicht die. Es wird die Schauspielerin getauscht, ne? ja, genau. Also in dem Animo Voyage wird tatsächlich dann Mistress Nine von der Saturn-Schauspielerin gespielt. Aber ich finde den Austausch eigentlich ganz gut. Das passt schon so. Hotaru ist ja auch noch relativ jung. Ich fände es ja mal lustig, wenn man es mal irgendwie so machen würde, dass man dass die Hotaru schon von einer erwachsenen Schauspielerin gespielt wird, die vorher sich irgendwie mit irgendeinem Trick kleiner machen muss und dann erst, ne? Ja, Naja, das würde aber ist nicht wahrscheinlich nicht. funktionieren. Ja, zumindest wüsste ich gerade nicht wie, aber ich bin regelmäßig überrascht, was die so teilweise hinkriegen. So, und jetzt ist Chibiusa tot. Wunderbar. Ein Ja, Problem fast weniger. halt. Ein Problem weniger. Ein rosahaariges Problem weniger in diesem Musical. Ach ja, übrigens, hier ist es so, dass, also zumindest habe ich das so verstanden, dass Mistress Nine. Nee, warte, die. Hä, okay, warte, das war komisch. Also Mistress Nine ist irgendwie von selber erwacht. Und Chibiusa hatte ihren Kristall noch, weil anscheinend hatten die von Hameln nicht ganz. Irgendwas war da, dass sie gesagt haben, der echte Kristall war doch noch in Chibiusas Seele und den rupft dann aber Mistress Nine doch raus. Ist ein bisschen komisch. Ja, okay. Jedenfalls Ja. das übliche Problem. Chibiusa ist tot und Mamoru schleppt sie weg und Wir sehen ihn nicht wieder. von beiden sehen wir nicht mehr so richtig viel. Chibiusa kommt noch mal wieder, aber Ja. Ach ja, Mamoru, doch, Mamoru kommt zum Finale. Stimmt. Mamoru ist im Finale. Zumindest kommt er nochmal vor. aber er macht, glaube ich, nichts. Nee, aber er kommt nochmal vor. Und jetzt haben wir Sailor War. Oh ja, Sailor War Version 94. Obwohl es 2002 ist. Ja, aber cooler Song. Oh ja, Sailor War ist einer meiner Lieblings-Sailor-Mew-Songs. Das ist so dieser Song von wegen, wir werden wahrscheinlich gleich sterben, aber wir müssen jetzt kämpfen. Also für die nur den Anime kennen, das ist jetzt quasi die Sailor Teleport Musik. Genau. Und dann kommt das, also ich glaube, die kämpfen nicht wirklich, die singen halt nur darüber, dass sie jetzt kämpfen müssen. Dann kommt Mistress Nine mit dem Lied Seija Kuno Hosti, also Heiliger Körper und so. Das ist auch ein sehr geiles Lied, ich finde das super. Guck mal, da sieht man sogar den großen Thiolon-Kristall im Hintergrund. Ja. Also hier Mistress Nine singt einen coolen Song. Und dann beschwert sich Mistress Nine erstmal über die Deathbusters, dass es so lange gedauert hat und keine Ahnung was. Ja, weißt du, ich glaube, die ist der Meinung, die Deathbusters sind die inkompetenteste Schurkentruppe überhaupt. Ja.
Ich glaube auch. Ich habe nicht gewartet. Wo kann ich das unterbringen? Wo kann ich das unterbringen? Jetzt. Ja, also Mr. Stein beschwert sich über alles und dann spricht aber Hotaru immer wieder aus ihrem Körper. Es wird auch irgendwie gesagt, anscheinend wollte Dr. Tomoe dieses Cyborg-Körper-Ding durchsetzen, also schon vorher, und wurde deswegen von den anderen Wissenschaftlern ausgeschlossen. Ja, finde ich gut. Genau, das wurde hier noch gesagt. Da fällt mir gerade ein, was ist eigentlich mit den Cyborg-Körperteilen passiert, nachdem Mistress Nine erwacht ist? Na, keine Ahnung, aber der Körper wurde ja sowieso verändert. Ja, waren die dann Teil von Mistress Nine oder hat die irgendwie abgestoßen? Ich stelle mir halt gerade vor, dass einfach irgendwo in Hotarus Zimmer noch die Arme und Beine rumliegen. Und du meinst jetzt, der sind dann einfach neue Arme und Beine gewachsen? Der ist so einiges gewachsen, wenn du dich richtig erinnerst. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Der ist alles gewachsen. Dinge. Ja. Guck Crystal, dann wisst ihr, was wir meinen. Was? Ich sagte, guck Crystal, dann wisst ihr, was wir meinen. Ja. Die Haare, die sind auch gewachsen. Das also haben wir bestimmt gemeint. Nein, die wachsen in jeder Version. Ja, und dann kommt Broken Mervios. Okay, ja, mach mal weiter. Das habt ihr eventuell schon gehört im Abspann vom Moon Cosmic Podcast Finale. Ja, und ich muss mal tatsächlich an dieser Stelle einen kleinen Fehler korrigieren. Ich hatte gesagt, dass das Infinity-Symbol, also das Unendlichkeitssymbol, eine Möbius-Schleife ist. Es sieht auch nahezu genauso aus, aber es gibt es tatsächlich schon länger als die Möbius-Schleife. Ja, ich habe das auch mal dann nochmal gegoogelt. Es ist anscheinend ein bisschen anders, aber so ähnlich. Wahrscheinlich wird das einfach so gemeint gewesen sein. Da das auch viele glauben, dass das die Möbius-Schleife ist, haben das die Autoren hier vermutlich auch geglaubt. Genau, und die haben halt dann einfach gedacht, ja, dann nennen wir diesen Song einfach Broken Möbius. Also das ist ein Lied der Outer Senshi. Normalerweise singt auch Hotaru mit, aber hier sind es halt, es ist die Talisman-Version, jetzt hier singen das halt nur die drei. Und das Lied ist für mich eigentlich sogar das beste Outer Senshi-Lied der Musicals überhaupt. Ich liebe es. Ich habe nicht viel Vergleich. Also die Outer Senshi-Songs sind immer cool in den Musicals, aber ich finde das hier ist das Beste. Sind mit Outer Senshi-Songs jetzt nur Songs von allen drei oder allen vier gemeint? Nein, ich würde von Uranus und Neptun oder halt dann noch mit Pluto oder Saturn. Okay, also der Pluto-Song aus dem Petit Étrangère, der zählt jetzt nicht als Outer Senshi-Song? Doch, aber... Gut, dann ist das der Beste. Nee, also ich finde sogar, dass die Songs, die Pluto in den alten Muse hat, die finde ich sogar noch besser. Vor allem Forbidden Hades. Hammer. Aber du kennst halt hier nicht so viele. Nee. Aber ja, das Kronos Guardian-Dings ist auch sehr cool. Ja gut. Dann kommen irgendwie auch die Grimm-Leute dazu. Also während Broken Möbius kämpfen halt die Outers gegen die Deathbusters. Da kommen die Leute von Grimm. Die wollen auch irgendwie so ein bisschen helfen. Die Outers sind zuerst so, was? Nein, wir brauchen euch nicht. Geht weg. Und ja, irgendwie sind die aber dann doch ganz nett. Ja, und dann stellt sich etwas Komisches heraus. Nämlich die Mutter von dieser Grimm-Familie ist gar nicht ihre Mutter, sondern ein Mann, der sich als Frau verkleidet hat und die alle adoptiert hat. Es ist strange. Ja, so und genau. Und jetzt hört es bei mir völlig auf. Jetzt habe ich endgültig die Orientierung verloren, wer da was ist. Also die haben auch alle nochmal irgendwie so Aliases. Also die haben halt diese normalen Namen. Und dann haben die aber auch noch ihre richtigen Grimm-Kämpfer-Whatever-Namen. Und ja. Also ich finde, das ist echt strange, dass die Mutter halt jetzt doch irgendwie ein Mann ist. Das hätte sie auch nicht gebraucht. Aber genau, naja. Das ist übrigens genau das, was man machen muss, wenn man 5 neue Charaktere einführt, die keine Sau kennt, dann muss man denen erstens verschiedene Aliase geben und noch irgendwie fragwürdige Identitäten. Das ist richtig gut, wenn man will, dass die Leute genau wissen, worum es geht. Ich weiß nicht, vielleicht lag das aber halt jetzt daran, dass es halt ein männlicher Schauspieler war, also mit einem männlichen Körper.
Na, ich find's doof. Weil wahrscheinlich war das auch irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war. Ich stell mir halt so vor, dass das so geplant war, dass es halt eigentlich ein Mann ist. Aber dann wollte sie halt doch lieber eine Frau spielen. Und du meinst, sie haben sich nicht getraut, das bis zum Schluss durchzuziehen und dann musste er doch ein Mann sein? Ich weiß es nicht, ob das wirklich so war, aber so stelle ich es mir vor. Allerdings durfte Arg. er. Nee, aber. Er durfte aber im vorherigen Musical Pets spielen. Also sie, Ha. Entschuldigung, sie. Was auch Naja. immer, die Japaner sind komisch. Ja, ich weiß auch nicht, ob es wirklich daran lag. Es ist generell strange mit dieser Familie. Und warte, irgendwas habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, genau, die Deathbusters stehen einfach da und schauen dem ganzen Familiendrama einfach nur zu und denken sich bestimmt so, what the Ja, die wissen selber nicht mehr, was hier vorgeht. Nee. Aber die wussten noch nie irgendwas, weil sie sind ja die inkompetenteste Bande aller Zeiten. Ja, die erzählen auch irgendwas, dass eins dieser Grimm-Mädchen die letzte Prinzessin von Grimm ist. Und die wollen dann noch irgendwie gegen die Outers kämpfen, aber die Outers wollen nicht gegen sie kämpfen. Und dann greifen die Mistress Nine an, aber Mistress Nine ist zu stark. Moment, Moment, eins von den kleinen Mädchen ist die letzte Prinzessin von Grimm? Ja. Heißt das, sie ist die noch nicht erwachte Sailor Senshi von Grimm? Ey, stimmt. Eigentlich müsste das ja so sein, ne? Stimmt, du hast recht. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, entweder Alba oder Moss. Machen die Aliase Ich habe es von sogar denen geschafft, mir die eigentlich. Namen zu merken. Machen die Aliase von denen eigentlich irgendeinen Sinn? Ich habe da irgendwie das Gefühl, da ist ein Muster, das ich nicht verstehe. Ah, stimmt. Also, wie heißen die? Die heißen Alba, Moss, Senti, Damask und Gallica. Soll ich mal kurz Okay. googeln, ob da irgendwie. Also Alba ist lateinisch und heißt Okay. Keine Ahnung, es ist. weiß. Damask ist halt Damaskus, nur ohne US, Und was weil heißt das US das? ist. Damaskus ist eine Stadt. Okay. Moment, es gibt immer, das sind alles lateinische Ortsnamen, glaube ich, weil es gibt auch Alba Longa. Okay, das kann sein. Wie heißen die anderen? Gallica und Okay, Moss. Gallica ist klar, es wäre Gallien. Und Und Senti. Senti ist 100. Ich weiß nicht, vielleicht hat es doch irgendwie einen Hintergrund. Wie Ich finde gesagt, auch. ich hab das Gefühl, die Namen haben ein Muster, aber ich verstehe das Muster nicht. Ja, ich finde hier auch gerade durch Googlen schnell nichts. Naja, ist auch nicht so wichtig. Nein, das ist ein völlig unbedeutendes Detail. Moment, dafür ist dieser Podcast doch da. Naja. Okay, dann kommen die Senshi to the rescue. Ja, das finde ich nur gerade nicht. Dann sag du mal, was passiert, vielleicht komme ich dann drauf. Ich weiß es nicht. Ach, du weißt es auch nicht, Die okay. Senshi kommen einfach nur. Okay, bis jetzt sehe ich hier noch keine Senshi. Die Doch, Szene ist, glaube da. ich, ein bisschen länger. Ja. Nee, da sind die Senshi. Ich suche die Stelle, wo die Senshi kommen. Ach so, die Deathbusters kämpfen gegen die Zuckerwatteköpfe. Genau, aber es bringt nichts, weil Mistress Nine ist zu stark und dann, glaube ich, kommen die Senshi. Genau, die Outers sind ja schon da irgendwie. Ja, genau, die sind ja doch mit Broken Möbius reingestürmt. Genau, und dann bla bla. Silberkristall, Saturn erwacht. Hey, da waren wir noch nicht. Nee, ich meine, die reden nur Ach davon. so, okay. Saturn erwacht kommt gleich, aber noch nicht jetzt. Nee, aber es wird davon gesprochen irgendwie, aber die Inners sind noch nicht da. Jetzt sagt sie hier, bla bla, kennt ihr die Macht des Silberkristalls? Ich bin verwirrt. Nee, da kommt erst noch eine Szene mit Pharao 90. Okay, dann habe ich mir die Szene nicht aufgeschrieben. Aber an die erinnere ich mich irgendwie gar nicht. Wahrscheinlich, weil Pharao 90 ist erstaunlich unpräsent. Genau. Pharao 90 gibt irgendein Blabla von sich und dann kommen die Inners. Ja, genau, dann kommen die Inners. Und ja. Das war jetzt voll professionell, der Übergang. Oh Also von ja, uns. mega. Ich Bla weiß auch bla gar nicht mehr, was bla. die Senshi machen. Ich glaube, die kämpfen ein bisschen, aber jetzt auch nicht so krass. Ja, es ist so ein Anstar-Battle.
Und das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass Germatoid aufkreuzt und sehr strange aussieht. Oh ja, genau. Germatoid zieht seinen Kittel aus und ja. Er ist ein Ziemlich. Halb-Alien. Er sieht weder so aus wie im Anime noch im Manga. Er, seine Hälfte ist, eine Hälfte von ihm ist irgendwie so Alien-artig, so ganz komisch. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich meine, Gott sei Dank sieht er nicht so aus wie im Manga. Ja, wie hättest du das auch machen sollen? Mit einer riesengroßen Druckluftpuppe. Oh Gott. Aber das im Anime kannst du ja auch nicht umsetzen, also musst du halt irgendwie sowas machen. Aber ich finde, es sieht so ein bisschen bescheuert aus. Das im Anime hättest du schon umsetzen können. Das wäre ein sehr lächerliches Kostüm. Das wäre dann so ein PTSM-Kostüm geworden. Ja, stimmt. Oh mein So, Gott, ja. nee, ich hatte an seine Pflanzenform im Anime gedacht, aber stimmt, es gab ja auch noch die gummi-weißen Menschen. Ach ja, Amarok hat irgendwie gemeint, das könnte eine Anspielung auf Odysseus sein. Der hat anscheinend irgendwie dem einäugigen Zyklopen mit so einem leuchtenden Speer ins Auge gestochen. Oder den irgendwie damit erblindet. Und Uranus hat doch auch ihr Schwert in das Auge reingepfeffert, das irgendwie geleuchtet hat oder so. Okay, daraus eine Anspielung auf Odysseus und Polyphem zu machen, finde ich aber ein bisschen weit hergeholt. Aber ich meine, es sind einäugige Wesen und Uranus haut da das Schwert rein. Also, ich weiß es nicht. Aber Ja, kann natürlich ich halte es sein. für, ich halte es für ein bisschen weit hergeholt, aber es könnte sein, ja. Ja, ich wollte es nur mal erwähnt haben. So, was macht denn Germatoid? Er bringt alle um, wenn ich das richtig sehe. Ja, also Damask kann jetzt auch gerade, also das ist Hoshino, der kann jetzt irgendwie doch fliegen. Und jetzt werden aber die Grimm-Leute alle umgebracht. Genau, das ist so, hey, ich hab voll die krassen Powers. Oh, reicht aber nicht. Oh, aber es ist schon traurig. Also, auch wenn sie am Anfang weird sind und nerven, irgendwie, sie tun einem dann doch ein bisschen leid. Mir Ja, zumindest. sie werden alle niedergemäht und dann, ja, macht Moon halt Moon-Dinge und ist traurig. Oh ja, Marina kann diese Trauer sehr gut spielen. Es ist wirklich traurig. Und dann erwacht Saturn. Oh ja. Und sie singt nicht den coolen Saturn-Song, sondern den anderen. Ich finde es so schade. Sie singt The World Died Out. Das ist halt irgendwie so ein trauriger, richtig düsterer, schon fast bösewichtsmäßiger Song, wo sie jetzt halt so ein bisschen darüber singt, dass halt die Welt gleich vernichtet wird und die Welt ist doof. Und sie hat halt noch einen anderen Song, der heißt To a Brand New World. Und der ist so schön. Der wurde ja auch ein paar Mal als Instrumental angespielt, aber nö, natürlich singt sie ihn nicht. Das ist halt dann so dieser Hoffnungssong, dieser, ja, die Welt geht unter, aber ihr werdet wiedergeboren und die Liebe wird euch immer begleiten. Und das ist einfach nur so, ja, ich bringe euch alle um. Aber wir sollen ja auch jetzt erstmal denken, dass alles verloren ist. Das ist ja jetzt gerade ihre Funktion. Ja, aber ich finde den anderen Song schöner. Und gerade hier bei Staffel 3 ist es, wo sie halt so wichtig ist. Aber naja. Der andere Song ist jetzt So. auch nicht schlecht, aber ich finde den anderen halt so viel cooler. Und am Ende ihres Songs macht sie das, was sie oft ankündigt, aber nie tut. Sie zerstört die Welt. Yeah! Sie macht einmal Death Reborn Revolution. Im Manga war es ja irgendwie so, hat sie das zwar auch gemacht und die Welt hat irgendwie schon so angefangen zerstört zu werden, aber Moon hat es dann auch immer aufgehalten. Hier wird die Welt zerstört. Die wird eiskalt zerstört. Sie Moon ist aber bekommt noch da, da. sie bekommt jetzt von mir den Kefka Palazzo Ehrenpreis. Sie hat's durchgezogen. Sie hat die Welt zerstört. Oft versucht, selten durchgezogen. Hier hat sie es durchgezogen. Und jetzt sind alle tot. Außer Sailor Moon. Und irgendwie spricht dann aber Hoshino zu ihr. Und dann, genau, dann ist es nämlich so, Mistress Nine hatte ja den Kristall von Chibimon, aber da Mistress Nine jetzt tot ist, ist der Silberkristall wieder da. Und mit den beiden Silberkristallen erweckt sie jetzt Chibimon. Und mit Chibimon erweckt sie alles. Und die Welt ist wieder da. Das ging Geht schnell.
Es geht in meinen Augen ein bisschen zu schnell. Das entwertet ein bisschen diese Weltzerstörung, die wir gerade hatten. Aber hey, wir hatten mal eine Weltzerstörung. Das ist doch auch schon mal was. Ja, ich war auch schon so echt jetzt. Also Moon macht das Ganze sehr schnell wieder rückgängig, aber krass, dass sie es mal durchgezogen haben. War das nicht in PTSM auch? Okay, wir sollten jetzt hier nicht spoilern. Nee, 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 Das nee, sollten nee. wir nicht spoilern. Okay. Das Blöde ist halt, die Deathbusters sind immer noch da, außer halt Mistress Nine. Also Tomoe und Kaori halt leben noch. Ach stimmt, Genau, die die Witches sehen wir dann allgemein, jetzt, oder? was? Also ich wollte gerade sagen, die allgemeine Weltwiederbelebung ist leider nicht selektiv, also werden die Bösen auch Ja. wiederbelebt. Nee, stimmt, die Witches sind tatsächlich auch noch da, aber gleich nicht mehr. Die machen es nicht mehr lange, ne? Nee. Dennett kommt! Der finale Song, also der krasse Kampfsong. 20 Years, Now Millennium, Koino Senshicha Ida Denai. Das heißt ungefähr so viel wie: Wir können nicht für immer die Kriegerinnen der Liebe sein. Ja, ich verstehe den Titel nicht, aber entweder ist es nicht wichtig oder du wirst es mir gleich erklären. Ah, na, so ganz genau weiß ich's auch nicht. Dann ist es wahrscheinlich nicht wichtig. Nein, ich glaube nicht. Also, das Lied ist mega cool. Und in dem Lied ist es halt so, dass so jeder Senshi halt ihren eigenen Mini-Part hat. Also, da wird kurz über die Senshi gesungen und dann wird der Name der Senshi gesungen. Und in dieser Version dürfen die Zuschauer mit anfeuern und dann brüllen halt die Zuschauer jedes Mal den Namen der Senshi. Und das ist so cool. Was völlig atypisch ist für die japanischen Musicals. Ja, also normalerweise ist das auch nicht so, aber hier fordern halt die Senshi direkt so auf, so Leute, macht mit! Und dann brüllen halt die Zuschauer halt jedes Mal die Namen der Senshi. Ich liebe Dann immer das. so kurz, danke. Ja, genau, so, Senamas, arigato! Und dann wieder so, thank you! Das ist so süß. Ah, ich liebe diesen Song. Aber ich finde, in diesem Musical wurde sowieso ein paar Mal die vierte Wand zertrümmert. Stimmt, am Anfang in diesem Traum, als die Inners halt auftauchen, fragen die auch das Publikum so, ob es ihnen gut geht, ob sie sich freuen und so weiter. Und sagen sowas wie, ihr seid hübsch. Oder, und dann irgendwie sowas wie, wir gehen jetzt mal hinter die Bühne. Ja, irgend sowas. Aber das war, glaube ich, noch der Traum. So, Ja. naja. Jedenfalls werden die Deathbusters zu Tode gesungen. Nee, nur die Hexen erstmal. Ja, die sind ja Teil der Deathbusters. Ja, und der Saturn ist übrigens auch am Mitkämpfen. Und das ist, da muss ich jetzt mal genau drauf achten. Ab wo hat denn Moon jetzt die Flügel? Ab nach dem Song, glaube ich. Nach dem Song kommt sie. Also es ist so, es gibt natürlich hier eine Eternal Sailor Moon und irgendwie ist es mir entgangen, ab wann sie die hat. Mir ist nur irgendwann aufgefallen, oh, sie hat plötzlich Flügel. Also ich habe es doch ganz deutlich gesehen, weil irgendwann, ich glaube, nach dem Kampf ist halt dann Moon mal schnell weg und dann taucht sie wieder auf und ist Eternal Sailor Moon. Aber es gibt halt keine dramatische Verwandlung in Eternal Sailor Moon. Nee, das ist hier leider nicht, aber Du immerhin. kennst dich da, du kennst dich da besser aus. Ist das normalerweise so? Also bei Aang Densetsu ist es ja extrem dramatisch. Also ich glaube, es kommt so ein bisschen aufs Musical an. Also, ja, es ist unterschiedlich. Manchmal ist es dramatisch, manchmal aber auch nicht. Auf jeden Fall hat sie noch die schrecklichen Flügel. Ja, es ist halt schwierig, diese Flügel gut zu machen, aber sie sind auf jeden Fall besser als die von Ansa. Das stimmt, aber die von Das Ansa ist auch hat nicht halt schwer. echt ausgesehen wie ein gerupftes Huhn. Und trotzdem gut ausgesehen, das ist die Leistung dabei. Also ich glaube, so die einzigen Eternal Sailor Moon Flügel, die noch ganz cool sind, sind die aus dem ganz neuen 5. Staffel-Musical. Ja, okay, aber man muss auch sagen, bis wie weit gingen die Muse? Ich glaube, bis 2004 oder 5. Welche kamen denn noch? Warte, danach kamen noch Starlight Ryusei und Kakyu, was ungefähr auch das gleiche ist, und dann nochmal Kaguya-shima und das war's dann. Auf jeden Fall haben sie bei den neueren darauf verzichtet, die Flügel wirklich federartig aussehen zu lassen, sondern haben ihr halt wirklich so Cartoon-Flügel gegeben. Naja, doch, da sind schon Federn drin. Ja, aber Ach, halt jetzt keine ja, echten, aber. aber es sieht Ja, halt schon. eben. Ja, eben. Bei den alten haben die halt den Flügeln so eine realistische Federoptik gegeben, was total bescheuert aussieht.
Ja, also da haben sie halt, glaube ich, wirklich so die Federn draufgeklebt. Bei den neuen, es sieht wie Federn aus, aber es sind keine. Ja, es sind halt Cartoon-Federn und keine Ja, richtigen. genau. Das passt schon dann. Okay, also nach dem Song kommt dann Eternal Sailor Moon und hast du jetzt schon gefunden? Ja, sie ist jetzt jedenfalls da. Genau, und dann besiegen die auch Tomoe und Kaori Knight und Pluto versiegelt Pharao 90 mit Dark Dome Close. Das hat mich überrascht. Ich habe gedacht, oh, das kommt auch noch. Ja, stimmt, das ist krass. Das Ah, liegt nee, aber auch daran, Moment. dass Fa Nee, Ja, nee, mach weiter. ich glaube, dann wird Moon doch schon während des Songs zu Eternal Sailor Moon, weil ich erinnere mich daran, dass so nach dem letzten Ton des Liedes Pluto brüllt Dark Dome Close, weil ich hab halt dieses Audio schon öfters gehört. Genau, dann kommt glaube ich so in den letzten Dingen irgendwie noch irgendwie genau Starlight Honeymoon Therapy Kiss und dann brüllt Pluto hinterher Dark Dome Close und dann ja Deathbusters Genau. Bye Bye. Und ich wollte sagen, der Grund, warum mich das überrascht hat, ist, dass ich Pharao 90 zu dem Zeitpunkt schon wieder so ein bisschen vergessen hatte, weil der Ja. sehr unterpräsent ist in dem Musical. Ich meine, nicht so schlimm wie im Anime. Nein, da ist er immerhin direkt in der ersten Szene erwähnt worden, aber er war halt auch nicht wirklich da. Aber da kannst du halt auch nicht wirklich viel damit machen. Ja, die Dark Stars sind immer ein bisschen schwierig, aber irgendwie macht der hier nichts. Sondern redet nur ab und zu mal und das auch sehr selten. Also er hätte wesentlich öfter als. Also nehmen wir mal Metallia. Metallia taucht in beispielsweise La Reconquista ja sehr oft so als Geisterstimme auf. Ja, aber in den alten Musicals haben die das mit den Dark Stars generell weniger gemacht. Ich glaube, da war auch ganz oft in den fünften Staffel Musicals das Chaos gar nicht dabei. Weil da, ich weiß nicht, bei den neuen sind sie ja noch näher am Manga, da sind sie ja ganz stark am Manga, da haben sie das öfters gemacht. Wahrscheinlich der Grund, warum es so viele Sachen mit Galaxia gibt, weil die einfach ein super Schurke ist, den man einfach mal auf die Bühne stellen kann und die ist halt da, die ist körperlich. Genau, und das Chaos brauchst du halt nicht unbedingt. So. Ja. Ach nee, RIP dann gibt's. Deathbusters. RIP Deathbusters. Genau. Und dann gibt's noch den wunderschönen Song Hereafter. Das ist also dieser Happy End, ja, ruhige Song. Der geht dann, glaube ich, auch direkt in den Curtain Call über, ne? Ja, es wird dann nochmal irgendwie gesagt, die Grimms sind heimgeflogen wahrscheinlich und dann kommt der Curtain Call. Genau, ich dachte nämlich, oh, gibt's noch eine Szene mit den Grimms, aber es ist schon der Curtain Call dann. Ja, genau, das dachte ich mir auch, aber nee, es ist der Curtain Call. Ja, und damit sind wir durch. Es gibt auch nicht mehr viel. Also, der Curtain Call ist recht unspektakulär. Ja, Also, leider ist auch sehr ruhig. ich mag den trotzdem, ich mag die immer, aber es ist sehr, also, Ja. Da gab es schon coolere. unspektakulär. Ja, Und ich. danach passiert hier auch nichts mehr. Nee, danach ist. Ja, gut, bei mir war da noch ein bisschen Zugabe, aber auch nicht mehr viel. Also zumindest auf dem File, das hier auf YouTube ist, passiert danach nichts mehr, der Vorhang fällt und es ist Ruhe. Na, okay. Okay, damit, ja, sind wir durch. Das ging jetzt doch noch schneller, als ich zwischendurch befürchtet hatte. Ja, ich auch. Aber ich möchte noch gerne ein bisschen was zum Cast sagen. Das war klar. Es war so klar, dass du da noch was zu sagen willst. Jetzt Tob nicht dich mehr zu aus. allen, aber zu ein paar, die ich besonders toll finde. Also zu Kenji Asamoah hatte ich ja schon was gesagt, zu Marina Moon auch. Bei den Inner Senshi finde ich die Mars sehr cool. Das ist Megumi, die ist eine von meinen Lieblings-Mars, ebenso wie die Jupiter, Mai. Die ist sehr burschikos und viele finden sie zu over the top, aber ich finde sie sehr cool. Dann haben wir Miki. Miki Yoshikawa? Auf jeden Fall Miki als Kaori Knight. Die ist auch sehr cool, die ist auch sehr oft mit dabei. Ja, gut, Sonao und Yuka, also Uranus und Neptun habe ich schon was gesagt. Großartig, großartig, großartig. Aber Ich auch die finde, find, Pluto zu denen ist solltest du noch toll. mehr sagen, das reicht noch nicht so ganz. Die Pluto ist auch großartig. Es ist Yuko. Sie ist meine absolute Lieblings-Pluto. Ich finde, sie ist perfekt. Sie kann singen. Ich weiß nicht. Sie hat irgendwie
diese mütterliche Pluto-Seite, aber auch so diese einsame, traurige Seite irgendwie. Kurze Frage zu Pluto. Kannst du mir erklären, warum Pluto in den alten Mews immer schwarze Haare hat? Die waren doch im Anime. Ja, nee, stimmt, im Anime waren die ja auch mehr. Ich weiß nicht, Plutos Farbschema ist ja halt generell schwierig. Ihr Rock ist ja auch manchmal schwarz und manchmal halt so grün. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben sie es einfach gedacht, das ist einfacher. Gut, wahrscheinlich, da meistens so dämmeriges Licht ist, hättest du das dunkle Grün wahrscheinlich eh nicht von Schwarz unterscheiden können. Ja, das kann sein. Also Aber ich dafür finde es müsste ja auch gar nicht wirklich, schlecht. ich glaube dafür, damit du das Grün von Schwarz unterscheiden könntest, müsste sie halt wirklich im Spotlight stehen und sonst würdest du es gar nicht erkennen. Das kann natürlich sein, dass man das von hinten, vor allem von hinten auch sowieso nicht genau sieht. Ja. Okay, mach weiter. Oder warst du fertig? Nee, das war's eigentlich sogar schon. Also die anderen Schauspieler sind natürlich auch gut, aber da sind mir jetzt keine. Oder doch, Eudial ist sehr akrobatisch, ist mir noch aufgefallen. Und das Interessante ist, in Anne Nouveau Voyage ist Eudial auch sehr akrobatisch. Sehr eukrobatisch. Eukrobatisch ist ein tolles Wort. Ich sag ab jetzt immer eukrobatisch. Genau. Also ja, in dem neuen Musical ist sie auch mega akrobatisch. Aber Ja. Ideal ist ja auch im Anime durchaus beweglich. Ja, stimmt, tatsächlich. Ja, also Obwohl generell gut. sie als Einzige mit dem Auto fährt. Ja, stimmt. Also generell hier gute Schauspieler, kann man nichts sagen. Das waren halt jetzt hier die ich nochmal lobend erwähnen wollte. Ich geb mal die beste Bewertung des Westfalen. Da kannst du nix von sagen. Ja, wie fandest du denn das Musical generell? Ich fand's gut. Ich hatte vorher schon mal vor Monaten die Yume-Version gesehen. Muss jetzt allerdings tatsächlich sagen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, welche würde ich mir eher nochmal angucken würde, wird es wahrscheinlich die Yume-Version werden. Ja, okay. Es liegt daran, dass ich die einfach witziger finde. Ja, das stimmt. Da haben wir halt dann den deutschen Humor. Das finden wir Ja, halt dann wahrscheinlich lustiger. und ich meine, generell hat ja die dritte Staffel, vor allem wenn man sich am Manga orientiert, durchaus das Problem, dass sie sehr schwermütig ist. Ja, stimmt. Also die ist halt sehr düster, aber dafür halt leider auch nicht wirklich lustig. Es gibt am Anfang so ein bisschen was zu lachen, aber dann bleibt es eigentlich die ganze Zeit düster bis zum Ende. Das ist so ein Problem des dritten Arcs. Das macht der zweite und vor allem der erste wesentlich besser. Der Ja, erste hat aber ja ich finde es eigentlich. ganz cool, dass es mal düsterer ist, aber ich verstehe dein Problem schon. Ja, es darf ruhig düster sein, aber bitte nicht die ganze Zeit. Ne? Klar, Ja. wenn es im Endkampf ist, dann darf es düster sein, dann soll es auch düster sein, aber es darf auch bitte bis kurz vor dem Endkampf auch noch was zu lachen geben. Meisterhaft gelöst ist das in Eilende Sätze durch Kias. Ja, stimmt. Du meinst das, ja, den Typen, ne? Ich möchte jetzt hier nicht spoilern, wahrscheinlich wisst ihr es eh schon alle von meiner Ja, Top-List. Kias halt, der dafür sorgt, dass du bis direkt vor dem Endkampf eigentlich immer irgendwas zu lachen hast. Ja. Also ja, Alien Insetzo ist aber auch mega lustig. Vor allem dieses Senjuraku, ich finde das so lustig. Aber Ja, ja, wie okay, gesagt, ich fand's gut. hier gibt's halt diese Familie, die halt so die Comedy-Charaktere sein sollen, aber ja, wie schon gesagt, ich weiß, man denkt immer so, man kennt diesen japanischen Humor so aus Anime, aber in dem Musical ist das halt dann doch nochmal was anderes. Vor allem ist es halt sehr übertrieben, damit halt die Leute ganz hinten in der letzten Reihe auch nochmal checken, was gerade abgeht. Ja, also ich erkenne auch, aber auch diesen typischen Humor sonst auch nicht so wirklich bei denen. Klar, in den ersten paar Szenen, so im ersten Akt, sind die, da finde ich die zwar auch nicht lustig, aber da sollen sie offenbar lustig sein. Aber später habe ich auch nicht mehr das Gefühl, dass sie lustig sein sollen. Ja, so ein bisschen schon, also zumindest halt so der, wie Hoshino plötzlich mit Kaorin als Stabfieber misst, das fand ich aber auch ganz lustig. Das war cool, das stimmt. Ja, also ein bisschen schon. Ja, also zu meiner Meinung, ich finde es auch ein gutes Musical, ich finde halt leider nur, dass diese Grimm-Familie, ja, sie sind zwar später eigentlich gar nicht mehr so schlecht, aber
Man hätte es nicht gebraucht. Und naja, ansonsten aber orientiert sich das sehr stark am Manga und ansonsten die Änderungen sind auch cool, also ja. Es war auch eins meiner, genau, es war nämlich mein zweites Musical nach La Reconquista. Ach ja. Okay. Ja, zur Grimm-Familie könnte ich noch was sagen. Es hätte, glaube ich, hätte wesentlich besser funktioniert, wenn das weniger gewesen wären. Ja, vielleicht auch, wenn das halt weniger diese Comedy-Charaktere gewesen wären, sondern wenn die halt einfach da gewesen wären und gesagt hätten, ja, unser Planet wurde zerstört und wir brauchen den Silberkristall und vielleicht, wenn die auch so ein bisschen mehr bösewichtmäßig gewesen wären. Ja, aber ich hätte es auch gut gefunden, wenn es beispielsweise nur zwei gewesen wären, ne? Also, ja. Gut, du brauchst zwei, weil die sich ja auch irgendwie so gegenseitig einen auf den Deckel geben, aber ich finde, die waren einfach zu viele Personen und vor allem zu viele Personen, die man jetzt auch nicht kannte, weil es neue Personen waren. Mm. Nee. Und dann noch diese verrückten Alias, damit du überhaupt nicht mehr weißt, wer du bist. Ja, also, es war vielleicht ein bisschen too much. Aber ja, das wäre eigentlich ganz cool gewesen, wenn die halt wirklich so Bösewichte gewesen wären, aber die halt einen guten Grund haben. Und eigentlich gar nicht wirklich böse sind. Das wär cool gewesen. Ich finde ja übrigens, die Deathbusters haben tatsächlich sogar selber, also Pharao 90 vor allem, einen plausiblen Grund für das, was sie tun. Weil da, wo sie sind, können sie halt nicht bleiben. Sie müssen irgendwo anders hin zum Leben. Echt? Warum? Ja, weil Tau Nebula ist ja irgendwie ein toter Planet. Da können die nicht bleiben. Und deswegen wollen sie auf die Erde. Aber die sind doch da schon die ganze Zeit. Wo? In Tau Nebula. Ja, aber so wie ich das verstanden habe, können sie da halt nicht bleiben und müssen deshalb zur Erde. Okay. Also, das kann sein. Hab ich nee. Immer so verstanden. Das okay. macht es nicht wirklich besser, was sie tun, aber das gibt ihnen einen sehr glaubwürdigen Grund. Naja, okay. Ach ja, stimmt, wir haben gar nicht gesagt, warum wir jetzt überhaupt das hier genommen haben und nicht Anne Voyage. Wir haben einen Grund dafür? Naja, wir dachten uns halt, es wäre mal was anderes. Ach so, und, ja. Und weil stimmt. es halt auch Änderungen hat. Weil Anne Voyage ist halt doch sehr nah am Manga. Und was ich meine, die neuen Musicals sind, die sind super. Aber wir dachten uns halt, es wäre mal halt was anderes, wenn wir halt mal über ein älteres reden. Ja. Und ich glaube, es gibt ja, glaube ich, kein... Ich weiß nicht, gibt es ein brauchbares altes Musical zum Dream Arc? Ja, doch. Brauchbar. Das war die Einschränkung. Es ist halt doch sehr anders, aber ich finde es sehr cool. Naja. Okay. Also es gibt ein einziges zum Dream Arc bei den alten Musicals. Das ist sehr anders, aber ich mag es sehr gerne. Aber also da werden wir da wahrscheinlich eher das Neuere nehmen müssen. Ja, ich glaube auch. Dann gibt's beim nächsten Mal wahrscheinlich Amor Eternal und dann bei der fünften Staffel haben wir unendliche Auswahl. Ich habe immer noch kein weißes Pferd. Ach ja, richtig. da schauen wir noch. Also ihr müsst, genau, deshalb müsst ihr jetzt eine Woche warten, damit ich ein weißes Pferd für Mad-Eye suchen kann. Damit er die vierte Staffel weitermachen möchte. Ja, genau, das wird es sein. Ja, das ist bestimmt der Grund. Das ist absolut plausibel. So in der ich wage jetzt mal so eine Art Bewertung, weil ich kenne so ein paar Musicals ja inzwischen. Mhm. Ich würde sagen, dieses bekommt 3 von 5 Tiolon-Kristallen. Okay. Also ich habe mir jetzt keine Bewertung aufgeschrieben. Also ich finde, es zählt zu den besseren Musicals, aber so bei meinen absoluten Lieblingen ist es jetzt auch nicht dabei. Also aber ja, es wäre weiter oben bei mir in der Liste. Es hat die 4 Punkte nur ganz knapp verpasst. Ja, also gutes Musical kann man nichts sagen. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Lasst euch von der Grimm-Familie nicht abschrecken. Und vom Humor. So grimmig sind die gar nicht. Hört ihr das? Dieser leichte Schmerz in Sailor Cats Stimme, wenn sie darüber lacht? Genau. Ja, sollen wir dann einfach mal Schluss machen? Jetzt wollte ich noch einen Witz machen, jetzt habe ich ihn vergessen. Verdammt. Okay, machen wir Schluss. Ja, danke fürs Zuhören. Ich habe alles gesagt. Ich bin raus. Ciao, ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat. Tsukino Ikeri wa Aino Message.